Hallo und herzlich willkommen zur Jahresfeier und nachgeholten Eröffnungsfeier des ZEISS Innovation Hub at KIT. Mein Name ist Max Riedel, ich leite das ZEISS-Team hier am Innovation Hub und ich werde Sie heute ein bisschen durch die Veranstaltung führen. Zunächst möchte ich ganz herzlich begrüßen Frau Theresia Bauer, Landesministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Frau Gabriele Lütschak-Schwarz, die erste Bürgermeisterin Karlsruhes, Landrat Dr. Bläse, Professor Hans Selker, Präsident des KITs, Professor Kaschke, Aufsichtsratsvorsitzender des KITs und Dr. Karl Lamprecht, Vorstandsvorsitzender der ZEISS AG. Außerdem weiß ich, dass und freue mich sehr, dass diese Veranstaltung viel Interesse von anderen Universitäten, Hochschulen, Instituten auf sich gezogen hat. Und ich freue mich ganz besonders, dass viele Rektoren von Universitäten und Hochschulen und Direktoren von Fraunhofern, Helmholtz-Gesellschaft mit im Call sind. Vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Zeit. Und last not least natürlich ein herzliches Willkommen an alle Freunde des ZEISS Innovation Hub, an alle Kooperationspartner und an alle Interessierten im Call. Wir haben ein buntes Programm vorbereitet, hoffentlich sehr kurzweilig. Das möchte ich Ihnen einmal kurz zeigen. Wir starten mit der offiziellen Eröffnung. Danach schließen sich hier bei mir auf der Bühne Thomas Neumann und Martin Hermatschweiler, zwei Kollegen aus dem Haus, an. Und wir möchten einen Jahresrückblick geben, was im letzten Jahr schon hier passiert ist am Hub. Da freue ich mich sehr, dass kurzfristig eingesprungen ist als Moderatorin eine neue Kollegin von uns, die Fanny Seuss. Im dritten Teil haben wir dann einige konkrete Kooperationsbeispiele. Los geht's mit Professor Martin Wegner und Dr. Richter, die uns einen Vortrag über 3D-Nanodruck geben. Danach stellt uns Jonas Wohlgemuth vom KIT den gemeinsamen Makerspace, den wir hier im Gebäude haben, vor. Es folgt ein Vortrag über Mikrorobotik von Professor Mathis Ulrich und Christian Vogt. Und zuletzt habe ich noch mit Niklas Borchers einen Studenten aus meinem Team hier, der ein bisschen was aus der studentischen Sicht auf dieses Projekt erzählt. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben und uns die nächsten 1,5 Stunden begleiten. Genug der einführenden Worte. Ich übergebe gerne das Wort an Dr. Karl Lamprecht, den Vorstandsvorsitzenden der ZEISS AG. Ja, vielen Dank, Herr Riedel. Herzliche Grüße. Ja, liebe Frau Ministerin Bauer, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Lutschak-Schwarz, sehr geehrter Herr Landrat Bläse, sehr geehrter Professor Hans Selker, lieber Michael, Herr Professor Kaschke, grüß Gott, aus Oberkochen. Freut mich, alle Sie herzlich begrüßen zu dürfen. Wir hätten das natürlich viel lieber vor Ort in Karlsruhe gemacht, aber leider ist es nicht möglich. Wir alle sind die Formate auch schon etwas gewöhnt jetzt, aber soll den Anlass nicht schmälern hier, dass wir jetzt feierlich die Eröffnung des ZEISS Innovation Hub at KIT hier heute feiern wollen hier. Der Innovation Hub at KIT, Herr Riedel hat es erwähnt, der den auch leitet, den Innovation Hub, ist seit fast einem Jahr schon geöffnet. Also wir haben dann auch die Chance, schon ein bisschen Rückschau zu halten und zu erfahren, was bereits gelaufen ist in diesem Jahr. Haben wir auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Das wird später noch im Programm auch dann erfolgen. Lassen Sie mich ein bisschen über ZEISS erzählen, warum wir in solche Partnerschaft einmünden. Das ist das Thema Innovation in Netzwerken, das wir sehr groß auf unsere Agenda schreiben hier. Wie viele von Ihnen wissen, ist ZEISS als innovatives Unternehmen stark in Technologien unterwegs. Wir geben etwa 10% oder beim letzten Jahr waren es sogar 13%, aber stetig über 10% vom Umsatz für Forschung und Entwicklung aus und spannen damit die Themen für die Zukunft von ZEISS vor allem auch nachhaltig als Technologieführer und Innovationsführer in vielen unserer Märkten aktiv zu sein. Das machen wir nicht nur allein innerhalb von ZEISS, sondern wir haben dort ein sogenanntes Innovationsökosystem, das stark netzwerkgetrieben ist und das spannt sich von den Entwicklungen und Technologien in unseren strategischen Geschäftseinheiten über unsere zentrale Forschungs- und Entwicklungsabteilung, über unseren Venture-Fonds, wo wir unseren Startups beteiligen, über die Abteilungen, die stark auf digital fokussiert sind und auch eben über Innovation Hubs, die solche Partnerschaften wie diejenige mit KIT hier auch dort abbilden hier. Wir haben eine globale Investitions- und Innovationsstrategie. Also wir haben weltweit Innovationsstandorte, USA, China, aber wir auch Deutschland hier einen starken Fokus und das ist, was wir heute auch einweihen wollen. Und die InnoHub at KIT ist für uns ein ganz wichtiger Baustein in diesem weltweiten Innovationsnetzwerk und wie Sie eben gehört haben, auch unser erstes. Und da wollen wir auch sehr viel lernen, um da stetig hier besser zu werden mit den Innovation Hubs. Was verfolgen wir mit dieser
Partnerschaft hier. Wir wollen hier erreichen, dass wir eine starke und sehr gute Vernetzung von der akademischen Grundlagenforschung bis zur angewandten Forschung und dann auch bis hin zur konkreten Anwendung haben, in einer Form, dass wir später über diese Partnerschaften auch Produkte, Lösungen, Applikationen dann als ZEISS in den Markt bringen können, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, auch an Innovationen mitzuwirken und dann entsprechend auch dort Opportunitäten für ZEISS auch zu schöpfen. Da ist wichtig, dass wir eine starke Vernetzung haben und permanentes Lernen, und das ist ja auch ein wichtiges Thema an der Uni, hier ist ganz ein wichtiges Kriterium dafür. Mit dem Hub at KIT sind wir an einem der innovativsten Standorten in Deutschland hier angesiedelt. Wenn Sie auch sehen, bei ZEISS arbeiten mehr als 3000 Mitarbeiter aktuell mit der technischen Hintergrund, mit der enormen Profilverschiebung in den Kompetenzen. Wir haben mehr und mehr Nachfrage nach Softwareentwicklung, Softwarearchitektur, nach diesen Themen hier. Und da ist für uns sehr wichtig, eine sehr frühe Vernetzung mit Talenten, Startups aus dem MINT-Bereich zu bekommen. Und diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist natürlich ein Bereich, in dem wir sehr aktiv werden wollen oder auch schon sind, aber noch aktiver werden wollen, weil wir sehr früh auch junge Menschen, die eben in den MINT-Bereichen studiert haben oder Startups gegründet haben, auch für ZEISS begeistern wollen und auch sagen, ZEISS ist eine sehr gute Heimat für solche Menschen, die aus diesen Bereichen kommen, und da kann man dann auch durchaus auch seine Karriere hier verwirklichen und auch sehr viel weiter Innovation vorantreiben für ZEISS. Und das wollen wir auch sehr früh auf dem Radar bringen hier für diese jungen Menschen hier. Wir glauben, diese Nähe von Forschungsumgebung und Wirtschaft ist sehr wichtig, um die Innovationskraft zu entfalten und entsprechend die Wachstumsmärkte auch zu adressieren. Die ganzen Megatrends der Digitalisierung, Artificial Intelligence, Machine Learning, Digital Health und weitere sind auch sehr gut abgebildet hier im KIT, und ich glaube, das sind auch Themen, die uns als ZEISS natürlich auch enorm beschäftigen und sehr wichtig sind, um die Zukunft hier abzusichern und weiter unser Geschäft auszubauen. Warum Karlsruhe? KIT ist eine Exzellenzuniversität, also zählt zu den Spitzenuniversitäten hier in Deutschland, ist eine Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft mit dem Konzept Living the Change, ist also der richtige Ort für uns, um gemeinsam Wirtschaft und Wissenschaft hier die Zukunft zu gestalten. Auch über Karlsruhe hinaus, wenn wir Mannheim, Heidelberg, Stuttgart ansehen, innerhalb so eines Umkreises von einer Stunde Fahrt befinden sich 2000 Lehrstühle. Also auch die ganze Region über Karlsruhe hinaus ist wirklich eine starke Region für Innovation, und da wollen wir auch die Netzwerke hier weiter vertiefen. Was sind unsere Ziele hier am Innovation Hub at KIT? Passend zu unserer Customer Ambition des Hubs haben wir das so formuliert: Tuning today's research into tomorrow's applications together. Also wirklich die Forschungsergebnisse, die in der Universität kreiert werden, dann auch zu ermöglichen, dass dort eben Anwendungen entstehen, die dann für Kunden später Probleme lösen, und das über Startups, über Kooperation mit ZEISS, über viele Facetten hinaus wollen wir das hier von der Grundlagenforschung zu marktfähigen, innovativen Produkten die Brücke hier schließen. Ich darf Ihnen ein Beispiel geben, was für uns ausgezeichnete Innovation heißt. Wir haben den Deutschen Zukunftspreis letztes Jahr 2020 gewonnen mit EUV. Wir haben aber ein weiteres schönes Ereignis dort feiern können. Wir waren mit zwei Themen unter den letzten dreien. Ist auch erstmalig so gewesen. Das macht uns sehr stolz, von ZEISS so Innovationskraft zu entwickeln. Ein Thema war unser Kinevo. Das ist Operationsmikroskop, ein robotisches Mikroskop, wenn ich so sagen darf, das Chirurgen ermöglicht, in sehr komplexen, schwierigen Operationssituationen im Gehirn, im Rücken eben die Operation doch bestens durchzuführen. Es ist ein Roboter, dieses Mikroskop, er hat die ganze Optik auch, hat ein Navigationssystem, hat auch Überlagerung von Bildern, die aus Fluoreszenzbildern herauskommen. Also bietet dem Mediziner wesentlich bessere Orientierung am Patienten, um die Operationen noch besser und genauer durchführen zu können. Da hören wir gleich ein bisschen was im Nachgang dann zu diesem Kinevo. Und gewonnen haben wir mit EUV. Auch das passt sehr gut zum Schwerpunkt hier integrierte Photonik. Da treiben wir die Halbleitertechnik voran und sind ein wesentlicher Motor auch in der Digitalisierung. Und das integrierte Photonik ist auch eine sehr gute Schnittstelle zwischen Halbleitertechnik, Nanofertigungsverfahren, Optik, um dort eben Systeme zu bauen aus den verschiedensten Bereichen, die dann entsprechend auch Hardware darstellen, die dann wieder in digitale Innovationen einfließen kann. Und auch EUV ist im engen Schulterschluss mit vielen Firmen, vielen Forschungskooperationen, vielen Universitäten entstanden. Also zeigt auch wieder unser Motto Build Networks bei ZEISS, dass nur im guten Verbund kann man solche Innovationen vorantreiben und solche Fortschritte hier auch ermöglichen. Und dieser Schlüssel hier für die Innovation ist eben Wissenschaft und Wirtschaft, alles
in einer guten Abstimmung zu bringen und entsprechend gemeinsam in die gleiche Richtung das voranzutreiben. Das müssen wir weiter so entwickeln. Da brauchen wir auch junge Ideen, kreatives Umfeld, Offenheit, Diversität, alles, was eigentlich das KIT und die Universitäten hier auch so bieten. Und zum Innovation Hub noch etwas genauer. Hier ist also, wie schon gesagt, das erste Innovationszentrum dieser Art, das wir in Betrieb genommen haben. Vor einem Jahr läuft es etwas schon. Der Herr Riedl hat schon ordentlich Erfahrung gesammelt an dieser Schnittstelle, wie wir das ausgestalten. Da wollen wir uns auch laufend verbessern. Das Gebäude ist hochmodern, innovativ ausgestattet. Wir haben hier Projektgruppen von KIT. Wir haben auch Nanoscribe dort beheimatet. Eine Ausgründung vom KIT, die wir schon seit vielen Jahren unterstützen. Und auf 12.000 Quadratmetern, glauben wir, bieten wir sehr viel Raum für Ausgründungen, vernetzen, lernen. Also entsprechend unserem Motto Build Networks hier, eine tolle Plattform hier. Damit auch die Wichtigkeit für uns als ZEISS noch einmal betont ist, haben wir auch ein Sponsorship im Vorstand dafür. Mein Kollege, der Dr. Ludwig Monz, der im ZEISS-Vorstandsteam ist und der auch die Medizintechnik leitet, hat das Sponsorship für KIT und wird es auch dann mit gut unterstützen, sodass wir immer auch einen sehr guten Flansch hier haben und relativ hoch auch hier die Präsenz und Unterstützung von ZEISS hier abbilden können. Lassen Sie mich am Ende noch Danke sagen aus der ZEISS-Perspektive. Es braucht viele Partner, viele Hände, viele Richtungen, die da abgestimmt sein müssen. Muss alles ineinandergreifen, dass man so ein Projekt verwirklicht. Und da möchte ich einfach Dankeschön sagen von der Seite ZEISS und speziell den Kooperationspartner vom KIT, dem Professor Hanselka als Präsident, dem Professor Hirt, Vizepräsident Innovation International Affairs. Vielen Dank an die beiden Herren, an den Michael Kaschke. Michael, wir haben das Thema ja schon intensiv bei ZEISS unter deiner Prägung auch vorangebracht. Du hast ja da sehr viel deiner Ideen auch mit eingebracht und das ins Leben gerufen hier. Auch die langjährige Partnerschaft mit dem School of Optics und Photonics ist sicher ein guter Grundstein gewesen für die strategische Partnerschaft zwischen dem KIT und dem ZEISS. Auch viele beteiligte Partner, Behörden, KIT, Architekten, beauftragte Firmen möchte ich mir bedanken. Auch bei ZEISS intern, den Hauptverantwortlichen für die Planung und Bau des Gebäudes. Wir haben einen sehr straffen Zeitplan gehabt, der aber auch hier eingehalten werden konnte. Und Herr Riedl, an Sie ganz besonderen Dank. Sie führen das ja schon seit über einem Jahr jetzt und ich höre nur Gutes. Und Sie werden uns heute auch noch viel berichten, was Sie bereits vorangebracht haben in diesem Jahr. Und freut mich auch sehr, weil Sie da Pionierarbeit leisten hier mit dem ersten Innovation Hub. Und ich glaube, da können wir sehr viel lernen und auch das stetig verbessern. Vielen Dank auch Ihnen allen heute, die in dieser zugeschaltet sind, dass Sie Interesse haben hier und ich freue mich auch auf einen interessanten Nachmittag und spannende Einblicke über das erste Jahr an der Innovation Hub und möchte gerne, Michael, an dich das Wort weitergeben. Danke sehr. Ja, vielen Dank, Karl, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Frau Bauer, sehr geehrte Bürgermeisterin, liebe Ex-Kollegen, muss ich sagen, Karl und Ludwig Monz, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Herr Hanselka, meine sehr verehrten Damen und Herren. Partner, die gemeinsam ein Ziel verfolgen und an einem Strang ziehen, können in einer kurzen Zeit sehr viele erreichen, große Dinge erreichen. Und das InnoHub at KIT ist ein wirklich gutes Beispiel dafür. Auf dem Gelände im Campus Nord ist in sehr kurzer, Herr Lambrecht hat es erwähnt, Bauzeit ein Raum entstanden für kreative Köpfe und Ideen. Eine wirkliche beeindruckende Gemeinschaftsleistung. Ich meine ein echter Leuchtturm, der in Deutschland oft misstrauisch, manchmal sogar gescholtenen Public-Private-Partnership. Ich stehe heute hier in einer Art Doppelrolle als jemand, der zur Zeit der Konzeption und Errichtung bei ZEISS an verantwortlicher Stelle war. Und dann über den, also an der privaten Seite, und dann über den Zaun gesprungen ist auf die öffentliche Seite. Wobei über den Zaun springen ja nicht ganz richtig ist, denn eigentlich will das InnoHub ja genau Zäune nicht zulassen zwischen der Wissenschaft und der Wirtschaft, nennen wir es also Perspektivwechsel. Und mit diesem Perspektivwechsel freue ich mich natürlich ganz besonders, dass dieses Projekt nun in guten Händen bei Herrn Riedl ist, der mit bewundernswertem Engagement, auch in Covid-Zeiten, mit Unterstützung des Vorstands von ZEISS dieses Projekt den Aufbau vorantreibt und dabei genauso stark unterstützt wird vom Präsidium. Von Herrn Hanselka weiß ich, dass er überzeugt ist, dass die Weiterentwicklung des KIT neben der Exzellenz in Forschung und Lehre auch über eine weitere Stärkung des Transfers von Innovationen im Miteinander mit der Wirtschaft führen muss. An dieser Stelle sei es mir gestattet, Ihnen, Frau Ministerin, herzlich zu danken. Sie haben von Anfang an mit der Erfahrung und auch dem Verständnis des gemeinsamen Agierens auch in der ZEISS-Stiftung für dieses Public-Private-Partnership-Projekt gestanden.
Und manche Barrieren, das darf ich sagen, und Bedenken, die es auch in anderen Ministerien und Ämtern gab, beiseite geräumt. Nochmals herzlichen Dank dafür. Und genauso herzlichen Dank an die Architekten und das Projektleiterteam um Herrn Weimann. Die zahlreichen Diskussionsrunden um Konzepte und die Architektur habe ich sehr genossen. Uns war ja sehr bewusst, dass dies landesweit, Frau Ministerin, wenn nicht sogar deutschlandweit, ein First of a kind ist. Und ich hoffe natürlich sehr heute, und da freue ich mich auch, dass viele zugeschaltet sind aus ganz Deutschland, dass Zeiss und andere Unternehmen dieses Modell mit anderen Universitäten und Wissenschaftseinrichtungen replizieren und vielleicht sogar weiterentwickeln und ausbauen. Mit der jetzt am InnoHub gebündelten Innovationskraft vom KIT und Zeiss existieren nach meiner Ansicht, Herr Lamprecht hat es erwähnt, hervorragende Rahmenbedingungen, in denen kreative Ideen und Innovationen geboren, gedeihen und sich erfolgreich entwickeln können. Eine solche, lassen Sie es mich mal ein bisschen sozialbiologisch sagen, Begegnungs-, Befruchtungs-, Brut- und Nahrungsstätte braucht auch das KIT. Wenn es, und da bin ich mir eins mit Herrn Hanselka, zu den Top 25 der naturwissenschaftlich-technischen Elite-Institutionen der Welt im Wissenschaftsbereich gehören will. Der Namensvetter MIT macht es uns ja vor. Und Exzellenz, das ist anders als in der Elektrostatik, zieht bekanntlich Exzellenz an. Deshalb sind auch die Möglichkeiten am Hub, Ausgründungen, eine längerfristige Perspektive an diesem Standort zu geben, extrem wichtig. Eine solche Perspektive hat jetzt auch das 2007 aus dem KIT ausgegründete Unternehmen Nanoscribe. Die Ausgründung, an der ich auch 2007 für die Zeiss-Beteiligung mitwirken konnte, hat inzwischen zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. Aber was viel wichtiger ist, es hat sich in all diesen Jahren wirtschaftlich sehr gut entwickelt und ist weltweit führend in der Technologie des Mikro- und Nano-3D-Drucks. Wir werden ja noch dazu später was hören. In den Räumlichkeiten hat Nanoscribe nun noch mehr Platz für dynamisches Wachstum. Und lassen Sie mich auch sagen, dass für mich Nanoscribe auch als ein Beispiel steht, was heute im besten Sinne unternehmerische oder von mir aus auch unternehmende Hochschule oder Wissenschaftsinstitution bedeutet. Denn exzellente Grundlagenforschung in der Nanotechnologie unter Professor Wegner, der heute hier ja auch dabei ist, freue mich sehr, Herr Wegner, für diese Grundlagenforschung den Leibniz-Preis und später den Zeiss-Forschungspreis gab, dann anschließend Transfer unter Mitwirkung der Industrie. Und in der Zwischenzeit sind aus dem erfolgreichen Unternehmen Nanoscribe und den vielen beteiligten kooperierenden Instituten auch zahlreiche Wissenschaftler und Führungskräfte für die Wissenschaft und die Wirtschaft hervorgegangen. Das hat mir gezeigt, und ich bin das fest überzeugt davon, dass viele Wissenschaftler und Wissenschaftsmanager am KIT genau in diesem Sinne Unternehmen tätig werden wollen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass die anstehende Weiterentwicklung des KIT mit dem neuen KIT-Gesetz diesem Anspruch Rückenwind geben wird. Frau Ministerin, Ihnen dabei viel Erfolg bei der anstehenden letzten Etappe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Zeiss Innovation Hub wird den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft intensivieren. Es ist bereits ein Netzwerkknoten für Studierende und Absolventen, nicht nur am KIT. Und daher ist es für mich auch bereits eine Erfolgsgeschichte. Davon bin ich überzeugt. Über Romane sagt man ja bekanntlich, dass der erste Satz das wichtigste Schriftteil ist des ganzen Werks. Der erste könnte hier lauten: Mit Mut ging man an das eigentlich nicht Vorgesehene. Jetzt werden Sie, Herr Riedel, und Ihr Team mit Unterstützung des Zeiss-Managements und des KIT-Präsidiums die weiteren Kapitel dieser Geschichte schreiben. Auch in Covid-19-Zeiten und in meinen Augen erst recht danach findet Innovation immer mehr in Netzwerken statt und nicht nur in virtuellen. Das haben mir gestern gerade Vertreter der Deutschlandstipendiaten zurückgemeldet, für die ich eigentlich in 2 Stunden am Hub eine Vorlesung halten sollte. Die wird nun virtuell stattfinden. Aber es wurde mir nochmal deutlich von den Stipendiaten gesagt, wie wichtig physische Vernetzung ist. Und dafür steht ja gerade das Hub. Dieses Projekt ist eine gute Geschichte, eine Geschichte, von denen viele, die heute hier zugeschaltet sind, aktive Akteure sind. Deswegen lassen Sie mich schließen und Ihnen allen, die hier aktiv als Akteure mitgewirkt haben, herzlich danken. Und ich darf damit an Sie, lieber Präsident, lieber Herrn Selker, übergeben. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Kaschke, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Frau Bauer, sehr geehrter Herr Dr. Lamprecht, werter Herr Kaschke, sehr geehrte Frau Lutschak-Schwarz, werte Angehörige, Freundinnen und Freunde der Carl Zeiss AG, der Helmholtz-Gemeinschaft, unserer befreundeten Hochschulen und Forschungseinrichtungen und selbstverständlich aus dem KIT heraus, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie heute alle elektronisch zugeschaltet sind. Das KIT als die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft, und das haben wir eben schon gehört, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen zu fördern, schon seit langer, langer Zeit. Und wir sind besonders stolz darauf, dass in unserem KIT-Gesetz, was ja nun schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, die Innovation als dritte Säule gleichberechtigt neben Forschung und Lehre steht. Und das ist aus unserer Sicht sozusagen die Basis dessen, dass wir das tun können, worüber wir heute zusammengekommen sind und auch entsprechend gestalten können. Es ist unsere Mission, maßgebliche Beiträge für globale Herausforderungen der Gesellschaft zu leisten. Das ist Teil unserer Helmholtz-Aufgabe, Forschung für die Gesellschaft auf Basis der Grundlagen. Aber wichtig ist, dass die Innovationstätigkeit dabei unsere Erkenntnisse und auch die Anwendungen im Blick hat, bezogen auf die Fragen, was ist der gesellschaftliche Nutzen? Wie dient es dem wirtschaftlichen Wohlstand und dient es insbesondere auch zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen? Das sind ganz, ganz wichtige Elemente, die hier zusammenspielen. Jetzt wissen wir alle, Ideen, das sind die Keimzellen für Innovationen. Ideen gibt es viele. Die Frage ist, wie schafft man es, aus Ideen Innovationen zu machen? Und da wissen wir auch alle, das ist ein sehr, sehr langer, häufig auch sehr, sehr steiniger Weg, bis am Ende aus einer Idee eine marktreife Technologie geworden ist. Und um in der Wissenschaft diese potenziellen Innovationen, die ja zunächst nur Ideen sind, zu identifizieren und sie dann auch einer wirtschaftlichen Verwertung zuzuführen, das zu initiieren und zu begleiten, dafür hat das KIT schon vor langer, langer Zeit in seinem Innovationsmanagement auf das Prinzip des Inkubators gesetzt, was wir ja aus der Lebenswissenschaft, aus der Biologie kennen, letztendlich gute Bedingungen, Wachstumsbedingungen zu schaffen, damit Wachstumsprozesse stattfinden können und dieses eben auf technologieorientierte Projekte aus der Wissenschaft zu übertragen. Mit dem Zeiss Innovation Hub at KIT, das ist für uns eine ganz, ganz wichtige und große Angelegenheit, können wir diese Idee in diesem Inkubator fortführen und vor allem weiter ausbauen. Und wir haben hier wirklich erstmals fantastische, große und leistungsfähige Umgebungsparameter für Innovationen und ganz zentral an einem Ort, und ich glaube, das sind die Punkte, Herr Riedel, auf die Sie sicherlich noch nachher auch zu sprechen kommen, ist das kreative Umfeld, was man benötigt, Raum für Ideen, Austauschmöglichkeiten unter Gleichgesinnten, auch unter Corona-Zeiten, wo man sich besondere Instrumente überlegen muss, ein wissenschaftliches und vor allem auch ein unternehmerisches Netzwerk gleichermaßen und sicherlich ganz wichtig, die direkte räumliche Verbindung zur Basis, zur Wissenschaft. Und das, Herr Kaschke, war damals ja auch die Initialzündung, die Sie gestartet haben, wie man sozusagen einen solchen Inkubator vor die Tore der Wissenschaft bekommt. In Sachen Ausgründungen, und Sie sprachen das vorhin an, Herr Lamprecht, haben wir neben dem Präsidenten, insbesondere unseren Vizepräsidenten Thomas Hürth, den ich hier auch besonders erwähnen möchte, der es bei uns verantwortet, bedarf es einer sehr, sehr, sagen wir, gründlichen Begleitung. Wir sehen unseren Erfolg, wie man das häufig macht, natürlich in Rankings. Es gibt den Gründergrad des Stiftungsverbandes, Stifterverbandes, wo wir immer in den Top-Rankings dabei sind. Deutscher Gründerpreis sind wir dabei und viele, viele Innovationspreise. Und ein Unternehmen, was immer wieder und jedes Mal sozusagen sichtbar ist, ist natürlich die Firma Nanoscribe GmbH aus dem Jahre 2007, was für uns bis heute eine Erfolgsgeschichte ist. Und Herr Kaschke, Sie haben es betont, Sie haben es von Anfang an begleitet. Und das braucht ein solches Unternehmen auch, um sich dorthin entwickeln zu können. Jetzt ist glücklicherweise die Liste der Startups durchaus lang, die sich im neuen Zeiss Innovation Hub at KIT ansiedeln und dort die Räume nutzen. Und die Kunst ist es jetzt, die richtigen sozusagen herauszufinden und auch zu begleiten, die dann sich Nanoscribe als Beispiel nehmen können und einen ähnlichen Weg auch entsprechend begleiten können. Für uns als KIT ist in diesem Umfeld natürlich die langjährige Partnerschaft mit Zeiss, mit Ihnen und die vielen, vielen Projekte, die wir in den letzten Jahren gemeinsam erleben und durcharbeiten durften, von hoher Relevanz. Und ein Beispiel möchte ich herausgreifen, auch weil Martin Wegner selber hier ist und auch nachher sprechen wird. Das Thema Nanoscribe und die 3D-Strukturen haben natürlich eine lange Tradition am KIT. Aber gerade in jüngster Zeit, wo es mal wieder um die Exzellenz ging, ist
uns der Eintritt in die Welt der Exzellenz ja nur gelungen, weil wir zwei Cluster gewonnen haben. Und eins der beiden Cluster ist eben 3D Matter Made to Order, wo es genau um die Weiterentwicklung solcher Ideen geht. Und auch da hat uns die Firma Zeiss geholfen auf dem Weg dorthin mit entsprechender Forschungsunterstützung, dass wir auch gut aufgestellt worden sind. Ich möchte an dieser Stelle natürlich einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle aussprechen, die das Projekt möglich gemacht haben. Allen voran, glaube ich, darf ich Ihnen, lieber Herr Kaschke, und Ihnen, lieber Herr Lamprecht, einen ganz besonderen Dank auch für das Vertrauen aussprechen, was Sie gerade in uns setzen. Und wir werden alles dafür tun, dass dieses Vertrauen an keiner Stelle auch nur in Frage gestellt wird, weil wir haben gemeinsam einen sehr, sehr langen Weg vor uns, den wir auch gestalten wollen. Ich erinnere mich, lieber Herr Kaschke, in Ihrer damaligen Rolle noch als CEO von Zeiss haben Sie sehr gedrängt und gedrängelt. Und wir haben viele Telefonate und Hintergrundgespräche auch zu zweit gehabt, wo es nötig war, bestimmte Dinge zu bewegen, die nicht bewegt werden, die sich nicht bewegen wollten. Und ich bin mir sicher, Sie haben das nicht nur mit mir gemacht, sondern beispielsweise auch mit Frau Ministerin Bauer. Das war, glaube ich, Ihr besonderes Geschick, die richtigen Leute im richtigen Moment anzustoßen, damit es was passiert. Und deshalb darf ich auch sagen, das gehört gar nicht hierher, aber ich bin mächtig stolz drauf, dass Sie dann tatsächlich den Perspektivwechsel sozusagen wahrgenommen haben und sich mit dieser Erfahrung jetzt für das KIT als Aufsichtsratsvorsitzende engagieren. Denn wir haben einiges vor, Frau Bauer, was vor uns liegt. Und da brauchen wir sozusagen jemanden, der mit uns gemeinsam weit in die Zukunft schaut, aber auch ein breites Kreuz hat, weil es nicht nur Wind von hinten geben wird, sondern wahrscheinlich auch sehr viel Wind von vorne geben wird. Herr Lamprecht, wir freuen uns, aber wir wünschen auch, dass es uns gelingt, die Partnerschaft so vertrauensvoll weiterzuentwickeln. Ich glaube, die Basis ist gelegt. Es liegt am Ende immer an den Köpfen, an den Menschen. Wir werden unseren Beitrag dazu leisten. Ich bin mir sicher, Sie werden sozusagen in Ihrem Team genauso darauf achten. Und wir haben schon die richtigen Brückenköpfe sozusagen an Bord. Nochmal in Erinnerung rufen möchte ich, Herr Kaschke, Sie hatten es auch angesprochen, Herr Lamprecht, Sie haben es auch angesprochen, Frau Bauer, Ihnen ganz persönlich, natürlich auch Ihrem Haus und auch dem BMBF, einen herzlichen Dank auszusprechen. Das war kein Selbstläufer. Ich sage mal, vor den Toren einer Bundesforschungseinrichtung ehemals auf Gelände im Eigentum des Landes ein privatwirtschaftliches Gebäude zu installieren, welches dann gemeinsam betrieben wird. Da ist sehr, sehr viel zusammengekommen. Da steht sozusagen in keiner Dienstvorschrift, wie man das macht, sondern da muss man sich sozusagen außerhalb der normalen Wege sehr kreativ bewegen. Und das ist Ihnen gelungen. Dafür herzlichen Dank. Und deshalb ist es mir auch eine besondere Freude und eine besondere Ehre, Frau Bauer, das Wort an Sie weitergeben zu dürfen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Dr. Lamprecht, Herr Professor Kaschke, Herr Professor Hanselka, Dr. Riedl, Frau Bürgermeisterin Luttag-Schwarz, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich greife den Ball gleich auf von Herrn Hanselka. Ich komme in der Tat gerade aus dem Landtag und wir haben heute im Landtag die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Land zur Weiterentwicklung des KIT durch den Landtag gebracht. Und Herr Kaschke hat eben den Begriff One of a Kind benutzt im Zusammenhang mit dem Hub. One of a Kind gilt in der Tat für das KIT als Ganzes auch und deswegen ist die Weiterentwicklung so enorm wichtig und in der Tat eine komplizierte Sache. Aber heute haben wir den nächsten Step hingekriegt und in 2 Wochen werden wir auch das KIT-Weiterentwicklungsgesetz durch den Landtag gebracht haben. Darauf bin ich in der Tat auch ein bisschen stolz. Viele, viele haben mitgeholfen, auf allen Ebenen immer wieder Gespräche geführt und in der Tat diese Konstruktion ist one of a kind und sie ist enorm innovativ und spannend und deswegen ist es gut, dass wir da die nächste Stufe erklommen haben werden. 2 Wochen. So, und freue mich, dass wir heute online in dem virtuellen Format die Eröffnung machen können. Das ist ja fast schon irgendwie eine neue Pandemienormalität, dass wir uns eben nicht real treffen, sondern hier online. Und das ersetzt zwar die reale Begegnung in der Tat nicht, aber ist auf eine eigene Art auch nicht nur schlecht. Also auch da entdecken wir neue Optionen und Möglichkeiten. Und ich möchte es vorneweg auch einfach nochmal sagen, weil wir gerade im politischen Raum ja sehr, sehr viel auch damit zu tun haben, dass die Menschen unter den Zumutungen und Beeinträchtigungen auch sehr leiden und wir da immer, immer wieder neu, und deswegen möchte ich es auch an dieser Stelle machen, appellieren, bei allen Zumutungen, die das bedeutet, dass wir uns eben nicht real treffen können und dass wir den Abstand halten müssen. Es macht Sinn. Wir müssen diese Infektion, diese Pandemie bekämpfen. Wir müssen die Infektionszahlen senken und deswegen auch noch ein bisschen durchhalten.
um gut aus diesem Jahr herauszukommen und in eine neue, das Zusammenleben, das Zusammensein in einer neuen Weise auch wieder miteinander genießen können. Und wie gesagt, auch uns darauf konzentrieren, diese schwierige Situation bietet auch ein paar neue Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man so eine Situation auch nutzen, sich neu zu orientieren, das bisherige nochmal zu überdenken, sich neu zu fokussieren auf das, was einem wirklich wichtig ist. Und wir erleben auch in dieser schwierigen Zeit, dass viele junge und jung gebliebene Menschen diese Zeit auch tatsächlich nutzen, um den Schritt in unternehmerische Selbstständigkeit zu wagen. Vielleicht, weil sie ihr Schicksal jetzt selbst in die Hand nehmen wollen oder weil sie von einer neuen Idee überzeugt sind, merken vielleicht auch, dass das Homeoffice für den bisherigen Arbeitgeber, so etabliert er auch sein mag, dann doch nicht das Richtige für einen ist. Jedenfalls kann so ein Schritt in die Selbstständigkeit gerade auch in dieser Situation eine doppelte Bedeutung haben. Ein Ausweg aus einer schwierigen Situation, aber eben auch der Sprung, eine lang erhoffte Chance dann auch wahrzunehmen und eben den Schritt zum Neuen zu tun. Und wir wissen ja alle miteinander eigentlich sehr genau, Krisen sind Zeiten beschleunigter Transformation und sie sind letztlich auch Gründerzeiten. Das war auch so während der Finanzkrise 2008 und 2009. In dieser Zeit ist die Gründungsaktivität in Deutschland auch rapide gestiegen. Krisen sind auch Zeiten, in denen Wissenschaft, Forschung, Innovation von ganz besonderer Bedeutung sind. Und wir erleben das in dieser Zeit ja auch in aller Klarheit und in einer beeindruckenden Weise. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dieser Corona-Zeit, dass es uns gelungen ist, innerhalb von nur einem Jahr Impfstoffe zu entwickeln, an den Start zu bringen und auch jetzt beginnend in die Produktion zu bringen. In nur einem Jahr von einem Virus, das wir vor etwas mehr als einem Jahr noch nicht mal kannten. Das ist eine solche enorme Leistung der Wissenschaft, aber auch der Wissenschaft in ihrer Fähigkeit zu kooperieren mit Wirtschaft, denn ohne Unternehmen wäre das eben auch nicht gelungen und mit tatkräftiger Unterstützung der Politik. Das ist eine grandiose Geschichte, auch wenn wir sozusagen am Ende der Bewältigung der Pandemie noch nicht sind. Wir sind aber am Anfang vom Ende des Tunnels angekommen und wir haben das nur bewältigt, weil es diese Kraft der Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik gegeben hat. Und Krisenzeiten sind eben auch Zeiten, in denen der Wandel sich sehr viel weiter verbreitet als raus aus dem Wirtschaftlichen selber in das gesamte gesellschaftliche Leben hinein, so wie das hier in der Pandemie eben auch zu beobachten ist, dass wir weitgehende und weitreichende sozioökonomische Veränderungen gleich miterleben. Unsere Konsum- und Kommunikationsgewohnheiten, unsere Arbeits-, Wohn- und Mobilitätsmuster, unsere Bildungsprozesse in den Schulen und den Hochschulen, all das verändert sich ja in einer rasanten Weise zurzeit und wir sind auch sicher zum Teil auch dauerhaft. Die Digitalisierung in allen Lebensbereichen nimmt weiter an Fahrt auf. Und deswegen erlauben Sie mir, obwohl wir heute am KIT viele Beispiele jetzt schon gehört haben über innovative Unternehmen an dieser Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft, nochmal einen Blick zur Biotechnologie. Wenn man sich das anschaut, wie die Start-up-Szene im Biotech-Bereich in den letzten Jahren betrachtet wurde, hatte ja wirklich keinen einfachen Stand. Also da hieß es ja auch immer wieder, zu kapitalschwach, zu langsam, zu viel Konkurrenz. Die Impfstoffentwicklung insgesamt galt ja als wirtschaftlich unattraktiv, als teuer, als risikoreich. Und jetzt? Ja, wer würde denn heute gegen BioNTech wetten? Oder wenn wir heute anschauen, CureVac als Ausgründung, als Spin-off aus der Universität Tübingen, am Anfang in diesen schwierigen ersten Jahren, zum Glück gefördert durch das Wissenschaftsministerium. Wer weiß, ob sie den Weg überhaupt gegangen werden. Und sie haben 20 Jahre gebraucht, ja, um das, was mit mRNA möglich ist an Impfstoffentwicklung, jetzt zu einem wirklich neuen Standard zu entwickeln. Und ich glaube, das sind wunderbare, schöne Beispiele dessen, was aus einer solchen Form der Kooperation, der Bereitschaft zu innovieren hervorgeht. Und die beiden Erfolgsgeschichten, die ich da jetzt bemüht habe, die zeigen ja auch, neue Technologien werden auch sehr häufig
durch wirklich neue Akteure vorangetrieben. Und die etablierten Konzerne, wenn sie denn klug und innovativ sind und weit blicken, helfen mit. Sie helfen mit Kapital, sie helfen auch in der Produktion, im Vertrieb, der Logistik, auch durch Beratung, damit diese kreativen Köpfe auch gut vorankommen können. Und deswegen sind solche innovativen, strategischen Partnerschaften zwischen jungen und etablierten Unternehmen zu vielversprechend. Und diese stärkere Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, die ist es in gewisser Weise Erfolgsrezept in Baden-Württemberg, aber von der können wir auch gar nicht genug kriegen. Wir brauchen noch viel mehr davon. Wir werden dringend noch mehr dieser Partnerschaften brauchen. Und von daher ist schön, dass Sie es eben schon ausgesprochen haben. Wir freuen uns, wenn das Modell KIT und ZEISS Nachahmer findet. Es ist wunderbar, es ist one of a kind und es ist wunderbar, wenn dieses Beispiel Schule macht. Und ich finde es wunderbar, dass wir heute auch schon mal schauen können, wie das ZEISS Innovation Hub am KIT umgesetzt wurde und jetzt auch schon gelebt wird. Am Beispiel der zentralen Themen, die hier ja im Zentrum stehen, Digitalisierung und Robotik, zeigen Sie, wie das klappt mit einer solchen Partnerschaft zwischen einem Welttechnologieführungsunternehmen ZEISS und einer Exzellenzuniversität KIT, wie dieses miteinander gelebt werden kann und gemeinsam Innovationen vorangebracht werden können. Und eben auch, es geht ja über die Innovation hinaus, auch Kooperation im Bereich Lehre und Weiterbildung weitergedacht und weiterentwickelt werden kann. Eine besonders wichtige Rolle hat das Innovation Hub ja bei der Unterstützung und Förderung von forschungsbasierten Ausgründungsvorhaben. Wie gesagt, ich meine, dass wir diese Verbindung von wissenschaftlicher Kreativität und unternehmerischem Know-how noch viel stärker ins Zentrum stellen müssen und alles dafür tun müssen, dass wir in Baden-Württemberg einen guten Boden dafür bieten, dass diese Kooperationen gelingen können. Wir brauchen unternehmerische Orientierung und wir brauchen positive Innovationskultur, sowohl in den Hochschulen als auch in den Universitäten und eben im Zusammenwirken von beiden. Wir brauchen eine insgesamt lebendige, agile, bewegliche Innovations- und Gründungskultur mit viel Tempo, mit viel Mut, mit Vielfalt, Beweglichkeit und sicher auch mit Orten wie diesem, an denen sowas wie kritische Masse entsteht. Weil eine solche Kultur zieht ja auch andere an und verstärkt sich sozusagen gegenseitig, wenn man merkt, man kommt da zusammen mit anderen, die von einem ähnlichen Spirit getrieben sind. Deswegen, ich glaube, im ZEISS Innovation Hub werden genau diese Aspekte in einer wunderbaren Weise adressiert und fokussiert. Ein wichtiges und sichtbares Element zur Vernetzung der Gründerszene und zur Stärkung der Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft ist hier entstanden, architektonisch auch noch spannend und attraktiv. Bin fest davon überzeugt, dass wir in Zukunft noch viel vom ZEISS Innovation Hub hören werden. Hier entstehen Ideen und Produkte, Technologien von morgen und von übermorgen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen nochmal sehr herzlich zu danken für dieses Engagement aus dem Unternehmen ZEISS heraus, aber eben auch aus dem KIT heraus, diesen Weitblick zu haben und diese Kraft hervorzubringen, das auf die Beine zu stellen, dass wir heute das fertige und schon belebte Gebäude miteinander inspizieren können. Zum Schluss, ich freue mich auch drauf, demnächst wirklich vorbeikommen zu können und dann auch nochmal real schauen zu können, was hier schon alles in Gang gesetzt wurde. In diesem Sinne freue ich mich auf den Austausch mit Ihnen. Viel Erfolg Ihnen allen, die Sie hier wirken, und auf bald nochmal in einer realen Begegnung.
Vielen Dank meinen Vorrednerinnen und Vorrednern für die einleitenden Worte. Meine Damen und Herren, ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Fanny Seuss. Ich habe vor 2 Wochen hier am Zeiss Innovation Hub als Innovation Scout angefangen und bin genauso neugierig wie Sie, was sich in den letzten Jahren bereits alles abgespielt hat. Ich werde das mit den Hausherren, die hier mit mir im 6. Stock sitzen, direkt besprechen und freue mich, jetzt sozusagen das Jahr Revue passieren zu lassen mit Dr. Max Riegel, dem Leiter des Innovation Hubs von Seiten des KITs, Thomas Neumann, der den Bereich Gründungen, Beteiligungen und Inkubatoren leitet, und Martin Hermannschweiler, CEO und Co-Founder von Nanoscribe. Starten möchte ich gerne mit dir, Max. Du hast im vergangenen Jahr sehr viel Zeit damit verbracht, verschiedene Personen, Zeiss intern und auch extern, den Zeiss Innovation Hub vorzustellen und bekannt zu machen. Wenn du das tust, wie erklärst du ihnen denn die Arbeit, die wir seit einem Jahr hier machen? Also wir haben ein bisschen gefeilt daran, wie wir das sozusagen in einem Satz versuchen zu formulieren. Und der Satz, auf den wir gekommen sind, ist, wir wollen Grundlagenforschung in die Anwendung übertragen. Oder Forschung in die Anwendung übertragen und das gemeinsam mit Forschern, mit Studenten, mit Ausgründung. Das heißt, das ist ein ganz großer Schwerpunkt auf das Thema Gemeinsamkeit. Wir wollen neue Technologien, aber eben auch neue Anwendungen. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur auf Technologien gucken, sondern auch auf, was kann man damit tun. Anwendungen für Zeiss entdecken, für Zeiss evaluieren und dann über Prototypen, über Demonstratoren, Prototypen, gegebenenfalls sogar bis hin zum fertigen Produkt entwickeln und dann entweder in unsere Geschäftsbereiche geben oder, falls es nicht zum Zeiss Kernportfolio passt, tatsächlich auch als Ausgründung sozusagen weiterführen. Du hast erwähnt, ja, diese Zusammenarbeit der Grundlagenforschung und in die Anwendung bringen. Thomas, du begleitest ja schon seit mehreren Jahren die Gründerszene am KIT. Und manchmal ist diese Kooperation ja auch schwierig, diesen Wandel zwischen den beiden Welten zu vollziehen. Was macht denn das Erfolgsrezept zwischen Zeiss und dem KIT aus? Ja, ich denke für uns als KIT, und da kann ich den Vorrednern nur zustimmen, ist es wichtig, Begegnungen zu schaffen. Denn wie Herrn Secker schon gesagt hat, wir arbeiten verstärkt mit Ideen. Und im ersten Schritt, also Ideen, die man dann umsetzen muss, umso wichtiger ist es bei Begegnungen mit anderen Menschen, mit anderen Sparten, dann auch diese Ideen in Innovationen umzuwandeln. Und ich glaube, da ist nicht nur über die letzten Jahre, auch nicht nur mit Nanoscribe, sind viele Dinge entstanden. Und Zeiss ist einer unserer sich so mal herausragenden Partner, wenn es darum geht, wirklich diese Begegnungen zu ermöglichen. Und ich glaube, mit dem Zeiss Innovation Hub, ich persönlich habe mich sehr gefreut, wenn die ersten Teams eingezogen sind von uns, die ersten Gespräche gelaufen sind, auch unter Pandemiebedingungen, natürlich mit Abstand, aber ich glaube, es geht nicht darum, nur Räumlichkeiten und Labore zu schaffen für diese Personen oder diese Teams, sondern auch Möglichkeiten zu schaffen, dass man sich untereinander austauscht und dadurch entstehen neue Ideen. Und es ist nicht umso mehr sind wir, glaube ich, auch stolz, mit der KIT Gründerschmiede, unserer Dachmarke und unserer Dachorganisation auch hier eigene Räumlichkeiten zu haben, wo wir ganz jungen Teams die Möglichkeiten geben wollen, mit älteren Teams zu sprechen und auch zu lernen, wie zum Beispiel von Martin, der schon einen weiten Weg gegangen ist und ich glaube, vielen Teams auch einfach einen Mehrwert bieten kann, indem er ihnen einfach mal einen kleinen Tipp geben kann an der Kaffeemaschine oder in einem der Räume. Dann betrachten wir doch direkt die Seite der Startups. Martin, der Name Nanoscribe ist schon des Öfteren hier gefallen. Könntest du uns noch mal genau erläutern, was macht ihr und wie ist auch die Verbindung zu Zeiss und dem KIT? Ja, das KIT ist für uns ja die Wiege von Nanoscribe. Hier wurden technisch und auch applikativ die ersten Grundlagen gelegt, damit es überhaupt in einen Transfer in den Markt reichen konnte. Wir haben uns als Nanoscribe dem 3D-Druck vom Feinsten verschrieben, additive Fertigung auf der Mikrometer-Skala. Unser Motto ist We make small things matter. Das ist ein Wortspiel. Nicht nur verleihen wir kleinen Dingen Bedeutung, sondern auch wir materialisieren Dinge. Wir machen sie gegenständlich, die vorher vielleicht eine flüssige Masse homogen war. Und danach formt sich ein dreidimensionaler Körper heraus. Auch da vom digitalen Modell hinein in das gedruckte Objekt. Ja, wir haben vor 13 Jahren die Firma gegründet und trotzdem ist bei uns Aufbruchstimmung da. Der Innovation Hub ist jetzt für uns die Location, wo wir sehen, wir können jetzt nochmal so richtig Gas geben. Wir fühlen uns wie ein Startup, sind aber mit knapp 80 Mitarbeitern ein kleiner multinationaler Konzern mit Standorten in Boston, Shanghai und hier am Standort Karlsruhe.
Der Austausch hier im Innovation Hub ist uns auch sehr wichtig, denn die Wissenschaft von heute, das sind die Innovationen von morgen. Und so wie wir mittlerweile schon über eine Dekade gegangen sind, sehen wir, dass mit unserer Schlüsseltechnologie jetzt auch wieder die nächste Generation von Innovationen in den Markt hineinkommen. Waren erstmals unsere Kunden wissenschaftliche Anwender, die ein 3D-Druckgerät als ein Werkzeug, so den Hammer für die Mikrometerskala genutzt haben. So sehen wir jetzt mittlerweile 8 Unternehmensgründungen aus der Wissenschaft heraus, die sagen, sie haben für sich ein Applikationspotenzial entdeckt und gehen damit in die Produktion. Und jetzt habt ihr vor knapp einem Jahr die Räumlichkeiten bezogen. Was hat sich denn in diesem Jahr verändert für euch durch den Bezug zum Science Innovation Hub und den Kontakt? Ich glaube, der Mindset hat sich nochmal ganz gewaltig geändert. Wir merken einfach, dieses Motto Innovation Hub ist für uns auch ein Ansporn. Es ist ein Impuls, diese Transparenz, die Offenheit, die Gläsernheit des Gebäudes sorgt auch dafür, dass wir intern einfach mehr Transparenz geschaffen haben und das Innovationspotenzial besser loten, das vorher vielleicht einfach brach lag. Der Innovation Hub ist für uns halt einfach, gibt uns einen Spirit, eine Aufbruchsstimmung, die wir aufgegriffen haben. So haben wir im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein reinrassiges Industrieprodukt an den Start gebracht und hier die Produktion hochgefahren. Und trotz der Corona-Pandemie sind wir froh, dankbar, dass wir 40% Umsatzwachstum im vergangenen Jahr stemmen konnten, entgegen dem Trend im Maschinenbau. Also insofern, obwohl es ein Jahr mit großen Herausforderungen war und Belastungen war, war es auch ein Jahr, wo wir, denke ich, einfach stärker geworden sind, weil wir diese Krise gut durchschritten haben. Max, vor einem Jahr habt ihr angefangen, es war noch nicht viel da. Der Innovation Hub hat sich verändert, das Team hat sich verändert. Was sind denn aus deiner Sicht die Highlights des letzten Jahres gewesen? Ja, also in der Tat, es war noch nicht viel da. Wir hatten tatsächlich im Monat 1 kaum Möbel, saßen auf Kisten. Wir hatten schon WLAN, das heißt, wir konnten arbeiten. Laptops und WLAN waren da, das war das Wichtigste. Waren tatsächlich auch nur 4 Leute am Anfang, sind jetzt 14. Also haben wir auch das Team stark vergrößert und wollen auch weiter wachsen. Highlights dieses Jahres, also sicherlich war Anfang des Jahres, ich sag mal vor der Corona-Krise, war es schon toll, da haben wir schon einige Veranstaltungen hier gemacht, wo einfach dieses Haus hier schon mit Leben befüllt wurde, Studenten hier waren, eine Vorlesung, die auch Herr Kaschke mitgestaltet hat, mit Professor Nahm zusammen, haben wir gemacht. Und wenn einfach hier 40 Leute sitzen auf dieser Rotunde, auf der wir hier jetzt auch sitzen, dann in Breakout-Räume gehen, da ihre Workshops machen, zurückkommen mit Ideen tatsächlich zum Thema Smartphone-Sensorik in dem Fall. Das war schon, da hat man schon gemerkt, wie es sein kann, wenn das volle Potenzial sozusagen da ist. Ich finde aber auch, dass wir uns, ich meine, wir haben uns im ersten Jahr auch kennengelernt gegenseitig und besser kennengelernt. Die ersten Projekte jetzt, letzte Woche war die Caro bei euch unten, um zu schauen, können wir was auf eine Faser von einem Zeiss-Instrument drucken mit euren Geräten. Also da gibt es auch ganz konkreten Austausch in Projekten. Und auch, dass wir es im Sommer tatsächlich geschafft haben, auch trotz der Corona-Beschränkungen mit dem nötigen Abstand und man konnte im Sommer ja auch draußen sein, uns auch persönlich kennenzulernen, die Teams auszutauschen, auch einfach die Nähe, die persönliche Nähe. Ich glaube, das ist wirklich, das haben wir jetzt erfahren, gerade in diesem Jahr, was auch die Ministerin sagt und was, glaube ich, alle Vorredner sagten, der persönliche Austausch ist wirklich was, das kann man nicht ersetzen. Sich einfach zwischendurch mal im Treppenhaus zu sehen, an der Kaffeemaschine, in einer Konferenz, wo man im gleichen Raum sitzt und sich in der Pause trifft. Was sehr gut geht, sind einzelne Projekte, die schon laufen, einfach weiterlaufen zu lassen, wenn sich alle Teams kennen und dann da virtuell zu schalten, klappt. Aber wirklich neue Dinge, neue Partner kennenzulernen, ist schon sehr schwer virtuell. Mhm. Und trotzdem, und das ist vielleicht auch eines der Highlights, haben wir es, glaube ich, ganz gut schon geschafft mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln im ersten. Vielleicht abschließend noch der Blick in die Zukunft. Thomas, welche Impulse erhoffst du dir denn jetzt aus der weiteren Zusammenarbeit mit dem Zeiss Innovation Hub? Ich glaube, zum einen kann ich sagen, wir haben schon sehr viele Impulse bekommen, wie Max gesagt hat, die Zusammenarbeit. Ich glaube, auch diese Transparenz, dass wir sehr eng beieinander sind, auch wenn wir, wie gesagt, gerade den Abstand haben, aber doch die gemeinsamen Ziele verfolgen, als KIT, als Zeiss Innovation Hub, Menschen zusammenzubringen. Ich glaube, das ist was ganz Tolles. Das haben wir jetzt im letzten Jahr auch schon geschafft. Die ersten Teams, die hier sind, die sind schon auch wirklich angekommen. Die nächsten Teams sind schon auf der Liste. Also wir haben viele Anfragen. Wir müssen gerade, wie wir auch gerade schon gehört haben, ein bisschen auch aussortieren. Wer passt denn hier wirklich rein? Und wer hat dann auch wirklich einen Nutzen davon?
Und ich glaube, was mich persönlich sehr freut und ich glaube uns alle sehr freut, das ist wirklich dieses Thema Begegnungsplattform, Netzwerken. Also ich glaube, jeder, der jetzt zugeschaltet ist und alle, die es interessiert, kommen Sie gerne auf uns zu, per LinkedIn, auf unseren Internetseiten. Es lebt von Netzwerken, das Ganze, dass sich was entwickelt. Und vielleicht ein Beispiel, der Hightech Summit, der letztes Jahr hier stattgefunden hat, das war auch für mich persönlich und glaube ich für viele hier einfach auch ein Ausrufezeichen, dass sowas hier am Standort möglich ist. Eine Hybridveranstaltung mit, ich glaube, über 1000 Teilnehmern insgesamt. Und darauf bauen wir auf. Und ich glaube, wenn wir da Hand in Hand gehen, zusammen beieinander stehen, dann können wir wirklich sehr, sehr viele Impulse setzen, nicht nur im regionalen Umfeld. Ja, vielen Dank, lieber Max, lieber Thomas, lieber Martin, dass Sie uns Einblicke ins letzte Jahr gegeben habt. Meine Damen und Herren, die Kooperation zwischen ZEISS und dem KIT nimmt sehr verschiedene Formen an. Und deswegen darf ich jetzt direkt an den letzten Teil übergeben, wo wir verschiedene Projekte uns anschauen und übergebe an das erste Team des Tandem-Vortrags. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Stefan Richter von ZEISS Jena und ich vom KIT möchten Ihnen etwas über 3D-Nanodruck erzählen. Nicht im Allgemeinen, sondern ein bestimmtes Beispiel. Und dieses Beispiel haben wir ausgewählt, weil es eine sehr schöne Zusammenarbeit zwischen ZEISS und dem KIT über die letzten Jahre hinweg war. In dem Sinne auch, dass es zu einer Patentanmeldung geführt hat und zu wissenschaftlichen Publikationen. Und vielleicht wird Sie es nicht überraschen, auch dieses Beispiel hat wieder etwas mit Nanoscribe zu tun. Es geht um Sicherheitsmerkmale. Und begonnen hat das mit einer etwas verrückten Idee, die hier gezeigt ist. Wir hatten uns gedacht, dass man vielleicht Unsichtbarkeitstarnkappen, die auch nicht mehr Science Fiction sind, einsetzen könnte als Sicherheitsmerkmale. Jetzt möchte ich zunächst mal sagen, dass ich mich nicht als einen Weltexperten für Sicherheitsmerkmale betrachte, aber ich möchte Ihnen gerne sagen, was meine Sichtweise auf dieses Feld ist, vielleicht in etwas salopper Art und Weise. Es gibt, so sehe ich das, eine Gruppe von Menschen, ich nenne sie mal die Guten, die versuchen, bestimmte wichtige Gegenstände wie Kreditkarten oder Personalausweise oder auch einen Reisepass oder wertvolle Medikamente oder Geldscheine dadurch zu schützen, dass man sie eben durch bestimmte Sicherheitsmerkmale authentifiziert. Und es gibt eine andere Gruppe von Menschen, ich nenne sie mal die Bösen, die versuchen genau das zu fälschen, und also im Sinne krimineller Energie. Und so entsteht gewissermaßen ein Rennen zwischen den Guten und den Bösen. Die Guten versuchen immer wieder neue Technologien einzusetzen, die man eben noch nicht so leicht fälschen kann. Und genau da kam eben der 3D-Nanodruck ins Spiel und dann auch indirekt wieder Nanoscribe. Wir hatten uns hier vorgestellt, dass die Sicherheitsmerkmale so aussehen wie das rote Feld oben. Man sieht zunächst mal gar nicht, weil es durch eine Tarnkappe versteckt ist. Aber in dem Moment, in dem man diese Merkmale durch Lichtblitze beleuchten würde und mit einer schnellen Kamera hinguckt, kann man den Strichcode, den Sie unten sehen, erkennen. Die Idee haben wir dann diskutiert, übrigens zuerst mit Michael Kaschke am Rande einer Veranstaltung in Berlin, das war damals noch möglich, dann auch mit Michael Totzek und mit Stefan Richter. Und die Idee hat sich verändert im Laufe dieser Diskussion zu fluoreszierenden Merkmalen hin. Da würde ich Sie gerne etwas einwärmen, nur für den Fall, dass Sie das nicht wissen. Solche fluoreszierenden Sicherheitsmerkmale haben Sie ganz oft selber in der Hand. Im Sinne von Euro-Geldscheinen, auf denen solche Merkmale drauf sind, oder auch im Sinne des deutschen Reisepasses, den ich mir hier aus dem Internet stibitzt habe. Wenn Sie den mit UV-Licht beleuchten, dann sehen Sie diese ganzen bunten Farben, durch denen eben der Reisepass geschützt wird. Und die sehen Sie übrigens auf allen Seiten, wenn Sie den mal unter eine UV-Lampe halten, auf allen Seiten verschieden. Und so war die Idee, vielleicht eigentlich ganz einfach in Retrospektive, diese Merkmale dadurch sicherer zu machen, dass man sie gleichsam in die dritte Dimension erhebt. Also nicht nur flächig gestaltet, zweidimensional, wie ich sagen würde, sondern dreidimensional, sodass sie vielleicht etwa so aussehen wie das, was Sie hier schematisch erkennen können. Und an dieser Stelle würde ich jetzt einfach gerne an Stefan Richter weitergeben. Ja, die Überlegung war, ob man mit diesen Fluoreszenzmerkmalen Informationen über den Besitzer des Dokumentes in einer Art und Weise speichern kann, dass sie schwer für den Fälscher herzustellen sind und auch nur von autorisierter Stelle auszulesen sind. Und der Ansatz, der uns da in den Sinn gekommen ist, war im Prinzip die Erweiterung eines QR-Codes auf drei Dimensionen, bei dem die Information in unterschiedlichen Farben auf mehreren Ebenen kodiert werden kann.
Und aufgrund des doch recht langjährigen Kontaktes zu der Arbeitsgruppe von Martin Wegner haben wir vermutet, dass er eine solche Struktur dann auch mittels der 2-Photonen-Polymerisation, die in seiner Arbeitsgruppe schon seit einiger Zeit vorangetrieben wird, vielleicht herstellen lässt. Und die 2-Photonen-Polymerisation selber kann man sich vorstellen als Schreiben mit einem Lichtstift in 3 Dimensionen. Dabei wird ein Laserfokus durch den Fotolack bewegt. Und dort, wo die Lichtintensität hoch genug ist, entsteht nach einem nasschemischen Entwicklungsprozess eine 3-dimensionale Struktur. Und auf diese Weise hat man einen 3D-Nanodrucker, mit dem sich Strukturen erzeugen lassen, die deutlich kleiner sein können als 1 Mikrometer. Und nach einer ersten initialen Diskussion kam von Martin Wegner und Frederik Meyer der Vorschlag zu einem Fertigungsprozess, wie sich ein solches 3D-Sicherheitsmerkmal herstellen lassen könnte. Dabei wird in einem ersten Schritt ein Stützgerüst gedruckt und entwickelt. In einem zweiten Schritt wird ein mit einem Fluoreszenzfarbstoff angereicherter Fotolack an definierten Positionen in den unterschiedlichen Ebenen geschrieben, wiederum entwickelt. Dieser Schritt lässt sich dann mit mehreren Farben wiederholen, wobei jedes Mal ein Entwicklungsschritt notwendig ist. Und abschließend wird diese Struktur mit einem umgebenden Fotolack aufgefüllt, damit sie quasi für das bloße Auge unsichtbar wird. Dieses Prinzip wurde dann auch für eine Farbe relativ schnell umgesetzt. Und auf diese Weise ist eine Struktur mit einer Größe von 130 mal 130 mal 50 Mikrometer entstanden. Das Auslesen dieser Informationen auf den einzelnen Ebenen erfolgte dabei über ein tiefenselektives Bildgebungsverfahren der konfokalen Fluoreszenzmikroskopie. Und für den Prinzipnachweis dieses Auslesens wurde in diesem Fall noch ein doch recht komplexes Forschungsgerät eingesetzt. Aber im Anwendungsfall kann man sich ja zum Beispiel ein System vorstellen, was ähnlich einfach sein kann wie ein DVD-Player. Die Erweiterung auf eine zweite Farbe ließ sich dann auch recht schnell zeigen. Allerdings ist es hierbei schon offensichtlich geworden, dass das dort durchaus ein langwieriger Herstellungsprozess sein kann, da nach dem Schreiben jeder Farbe wiederum ein chemischer Entwicklungsprozess erfolgen muss, für den die Probe aus dem Schreibsystem entfernt, entwickelt und wiederum eingebaut werden muss. Und so war eine der wesentlichen Fragen, um das Thema vorantreiben zu können, lässt sich der Chemieraum für die Entwicklung nicht in den 3D-Drucker integrieren? Ja, die Frage hat sich insbesondere Frederik Meyer aufgedrängt, der das Ganze machen musste. Die Technologie war im Grunde genommen wie folgt. Ich würde Sie bitten, eine Farbfotografie mit Ihrem Tintenstrahldrucker zu Hause dadurch auszudrucken, dass Sie zuerst nur die rote Farbe ausdrucken, dann das Papier rausnehmen, in ein Entwicklerbad stecken, dann wieder in den Drucker einfädeln, um dann die blaue Farbe zu drucken, dann wieder rausholen, um schließlich die gelbe Farbe zu drucken. Und Sie würden sich bedanken als Kunde, wenn Sie das machen sollten. Und so war eben die in Retrospektive nahelegende Idee entstanden, das doch alles zu integrieren in den 3D-Nanodrucker. Das hat einfache Teile und schwierige Teile. Der einfache Teil ist die Mikrofluidik, die inzwischen so weit entwickelt ist, dass man alle Komponenten von der Stange kaufen kann. Das würde dann aussehen, wie hier gezeigt. Man hat verschiedene Behältnisse, die entsprechen so ungefähr den Farbkartuschen in Ihrem Tintenstrahldrucker zu Hause. In diesem Fall enthält der Drucker 7 verschiedene Kartuschen für 5 verschiedene Materialien und 2 unterschiedliche Entwickler. Und der Sinn dieser Mimik ist, dass dann die jeweils gewünschte Flüssigkeit zum Ende dieses kleinen Schlauchs, bei dem sich im Moment meine Maus befindet, hinführt. Das ist der einfache Teil. Der schwierigere Teil war jetzt, das in einer Art und Weise zu tun, die kompatibel ist mit den optischen Gegebenheiten in einem solchen 3D-Laserdrucker. Dazu muss man wissen, dass die Optik gebietet, dass das Fenster der Kammer, in das hinein man druckt, 170 Mikrometer dick sein muss. Wenn Ihnen das so gar nichts sagt, das sind so ungefähr 2 Haaresdicken, also ziemlich dünn. Weiterhin gebietet die Optik, dass die Kammer dann für die speziellen Optiken, die wir verwendet haben, nicht höher als 100 Mikrometer sein kann. Das entspricht so einer reichlichen Haaresdicke. Und jetzt kommt das Problem. Die Flüssigkeiten, die dabei in diese Kammer hineingeführt werden müssen, die sind bisweilen so zäh wie Honig oder auch noch zäher.
Wenn Sie jetzt mal versuchen, Honig mit einem Strohhalm aufzusaugen oder Honig mit dem Mund durch einen Strohhalm zu blasen, dann werden Sie feststellen, dass das mächtig schwierig ist, dass Sie da einen ziemlich hohen Druck ausüben müssen. Und das Problem wird noch drastisch dadurch verstärkt, dass Sie jetzt statt eines Strohhalms gewissermaßen ein Haar nehmen, durch das Sie hindurch die Flüssigkeiten drücken müssen. Und das, das zusammen mit der zähen Flüssigkeit war halt ein Problem, auch weil die Sorge bestand, dass dann die Kammer einfach explodiert. Und in der Tat hat Frederik Meyer viele Explosionstests durchgeführt, aber das Ganze funktioniert ganz prächtig. Und für die, die übrigens schon mal ein Nanoscribe-Gerät gesehen haben, werden erkennen, dass diese Art Schublade, die Sie hier sehen, natürlich mit einem Nanoscribe-Gerät kompatibel ist. Und ansonsten können Sie diese Kammer auseinanderbauen, wieder benutzen. Und hier hat Frederik Meyer eine schöne Demonstration gezeigt. Sie sehen wieder ein Sicherheitsmerkmal, wenn Sie wollen. Jetzt aber nicht mit zwei Farben, sondern mit vier unterschiedlichen Farben. Rot, Grün, Gelb und Blau und einem nicht fluoreszierenden Bestandteil. Und das Muster ist auch viel kleiner geworden als das, was Sie vorher gesehen haben und viel komplexer. Um Sie dazu überzeugen, dass das, was wir gemessen haben, diese untere Reihe sind Messungen, das hier oben übrigens auch, vergleichen wir das hier direkt mit dem Design, nur um zu zeigen, dass das nicht irgendetwas ist, was wir hier gedruckt haben, sondern eine wohldefinierte und vorherbestimmte Struktur. Das fanden wir alles ganz wunderbar und an dem Punkt steht im Moment das Projekt. Eine Frage, die uns dann aber immer wieder gestellt wird im Kontext der Sicherheitsmerkmale, aber auch etwas darüber hinaus generell im Kontext des 3D-Druckens ist das eigentlich hinreichend schnell? Gerade dann, wenn man daran denkt, das im industriellen Kontext zu verwenden. Und daher möchte ich Ihnen jetzt eine Grafik zeigen, die ich wahrscheinlich eigentlich in diesem Zusammenhang nicht zeigen sollte, weil sie so kompliziert aussieht. Aber meine Entschuldigung ist, dass ich Ihnen einfach keinen Überblick geben kann, ohne Ihnen einen Überblick zu geben. Was hier gezeigt ist, sind alle mir bekannten 3D-Drucktechnologien. Ich will die Ihnen nicht erklären, die entsprechen den verschiedenen Symbolen. Und sie sind gezeigt in einer Darstellung, in der auf der horizontalen Achse nach rechts die Feinheit zunimmt oder ein Optiker würde sagen, die optische Auflösung nimmt zu nach rechts. Und das geht über einige Zehnerpotenzen. Wir reden hier nicht von Details. Hier, wo mein Cursor ist, befindet sich etwa ein Mikrometer. Und auf der vertikalen Achse, also nach oben, ist die Druckgeschwindigkeit oder Druckrate aufgetragen. Und sie ist aufgetragen in einer Art und Weise, die wir mögen, nämlich in Voxeln pro Sekunde. Das ist so ein Jargon aus der 3D-Druckerei. Das Volumenelement, das Voxel, entspricht dem Pixel, dem Picture-Element beim normalen, flächigen Drucken. Das ist also gewissermaßen der kleinste Lego-Baustein, wenn Sie so wollen, den wir beim Drucken umsetzen können. Und das ist eben eine skalierbare Art und Weise, Druckgeschwindigkeiten anzugeben. Und ich bitte Sie, darauf zu gucken, dass hier nicht Details dargestellt sind, sondern hier sind über mehr als 8 Zehnerpotenzen die Druckgeschwindigkeiten verschieden. Was ich sagen möchte an dieser Stelle ist, dass die ganzen Zweiphotonentechnologien, wie auch Nanoscribe, die verwendet, diesen roten Symbolen hier entsprechen. Und die sind ziemlich weit rechts und ziemlich weit oben. Und genau da will man sein. Man möchte feine Strukturen mit großer Geschwindigkeit darstellen können. Nanoscribe ist übrigens hier dieser Datenpunkt. Und im Labor am KIT können wir mit einigen Tricks auch noch schnellere Drucker realisieren im Moment. Falls Ihnen diese Zahlen hier so gar nicht sagen, das entspricht einer Geschwindigkeit von 10 hoch 7, also 10 Millionen Voxeln pro Sekunde. Oder wenn Sie mögen, eine Konversionsrate von digitaler Information in Hardware, die erzeugt wird, von 10 Millionen Bit pro Sekunde. Dann entspricht das so etwa, wenn Sie statt Voxel Pixel nehmen, der Geschwindigkeit Ihres Tintenstrahldruckers zu Hause. Der druckt so etwa 10 hoch 7 Pixel pro Sekunde und das empfinden viele Menschen zumindest als hinreichend schnell. Und da stehen wir im Moment nur jetzt eben in Voxeln pro Sekunde. Das ist so ungefähr der Stand der Kunst. Wir versuchen das schneller zu machen, Nanoscribe auch, aber ich finde es schon jetzt mächtig schnell. Ganz am Schluss möchte ich ganz kurz erwähnen, dass dieses spezielle Projekt jetzt zu einem gewissen Abschluss gekommen ist. Dafür gibt es neue Projekte, die wir gerade begonnen haben, durch Diskussionen mit Michael Totzek und Guillaume Gomard. Und da geht es speziell darum, Optik und auch Expertise, die gerade bei Zeiss vorhanden ist, zu benutzen, um dem Druckprozess auch in situ auf die Finger schauen zu können.
also sehen zu können, was man da gedruckt hat, bevor man es überhaupt rausholt aus der Kammer. Und ich bin gespannt, was da in den nächsten Jahren passieren wird. Ansonsten möchte ich mich ganz kurz bedanken bei unseren Geldgebern, bei unserem Exzellenzcluster 3D Metamater Order, in dem Zeiss ja auch engagiert ist, auch der Karlsruhe School of Optics and Photonics und auch beim Land Baden-Württemberg und der Carl Zeiss Stiftung, die uns alle im Kontext des Exzellenzclusters sehr geholfen haben, gerade was die Anlaufphase anbelangt. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Gut, danke schön, Herr Wegner. Dann hören wir jetzt einen kurzen Beitrag über den Zeiss Makerspace. Jonas. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu meiner Vorstellung des Zeiss Makerspace. Mein Name ist Jonas Wohlgemuth. Ich arbeite am KIT Campus Nord am Institut für funktionelle Grenzflächen. Gerade an Weihnachten gab es wieder viele Märchen und Geschichten im Fernsehen und die beginnen meistens mit Es war einmal. Und so ähnlich märchenhaft kann man sich auch die Entstehung des Makerspace vorstellen. Ein Ort, drei Partner, viele Ideen. Und ich möchte Sie einfach kurz mit auf eine kleine Reise nehmen und möchte einfach noch sagen, dass der Grundgedanke dabei war, dass man etwas Bleibendes etabliert, aber dass es auch wächst und dass es weitergeht. Der Ort, der Makerspace, ist ein Ort für kreatives Ausprobieren. Das heißt, Privatpersonen können hier mit neuen Technologien und neuen Verfahren vertraut gemacht werden. So ein Makerspace hat eine Ausstattung mit 3D-Druckern, aber auch irgendwann mit Fräsen, Lasercuttern und anderen Werkzeugen. Auf dieser Grafik sieht man so ungefähr den Forumsbereich, wo man sich dann auch neue Themen gegenseitig präsentiert, wo man Ideen finden kann und wo man einfach auch einen regen Austausch hat. Auf dem zweiten Bild sehen wir den eigentlichen Druckerbereich. Das heißt, wir haben da vier FDM-Drucker, MakerBots stehen, mit denen man dann additiv die Teile fertigen kann, die man zuerst am Computer konstruiert hat. Auf dem dritten Bild sehen wir eine Teilnehmerin, wie sie am Laptop mit einem CAD-Tool eine Datei bearbeitet und erstellt und nebendran ist dann auch der 3D-Drucker zu sehen, der dann schichtweise im Schmelzverfahren die Bauteile fertigt. Ganz außen sehen wir noch einen kleinen Einblick auf einen bisschen exotischen 3D-Drucker. Und zwar ist das ein Lebensmitteldrucker, der Keksteig und Schokolade verarbeiten kann. Und da werde ich später noch mal kurz drauf eingehen. Insgesamt kann man sagen, dass beim Makerspace der Gedanke zugrunde liegt der Selbsthilfe, ja? Dass man eigenständig Dinge entwickeln kann, Dinge ausprobieren und reparieren oder aufbauen kann. Drei Partner, das ist einerseits die Firma Zeiss, das Karlsruher Institut für Technologie und das von Professor Wegner bereits erwähnte Exzellenzcluster 3D Matter Made to Order. Bei einem Gespräch bei unserem Institut kam es einfach zu den Themen, wo gibt es Möglichkeiten für Kooperation? Und da war ziemlich schnell auch das Thema 3D-Druck gefunden. Und wir haben dann festgestellt im Dialog, dass es einerseits ein sehr aktuelles Thema ist, dass es sehr potenzialhaltig ist und dass es einfach eine gute Sache wäre, da eine Kooperation anzustreben. Wir hatten bereits die Summer School 2020 für das Exzellenzcluster geplant. Es gab also schon konkrete Ideen. Aber der Gedanke war noch, dass man etwas Nachhaltiges entwickeln kann, was quasi auch noch so das Summer School bleibt. Insofern waren wir auf der Suche nach einem Partner und nach einem optimalen Raum, denn wir brauchten Zugang von Privatpersonen, Nähe zur Öffentlichkeit und zu Firmen. Insofern war der Makerspace geboren und die ersten Schritte waren gemacht. Von der Idee zum Produkt, so beschreibt man im Bereich des 3D-Drucks relativ einfach, wie man von einem ersten Gedanken zu einem fertigen Bauteil kommt. Und so ähnlich kann man sich auch das Produkt Makerspace vorstellen. Es gab am Anfang kreative Gedanken, Lösungsansätze hat man irgendwie formuliert und am Schluss war es einfach wichtig, dass man alles zusammengebracht hat und zu einem Erfolg geführt hat. Wir werden im Makerspace
die Grundlagen über den 3D-Druck vermitteln. Wir zeigen Technologien. Wir geben Einblicke in die Methodik, wie man additiv fertigt. Wir können CAD-Modelle erstellen, STL-Dateien exportieren und diese dann auf 3D-Druckern fertigen. Und es gibt dann auch noch die Möglichkeit, dass man gedruckte Bauteile nachbearbeiten kann. Das heißt, wir betrachten die gesamte Prozesskette und vermitteln das in Theorie, aber vor allem auch in der Praxis. Viele Ideen bedeutet viele Veranstaltungen, unterschiedliche Formate, unterschiedliche Zielgruppen. Es bedeutet Anregungen, es bedeutet Anfragen und es bedeutet aber auch Erweiterungen, zum Beispiel Kurse in Englisch. Es bedeutet Kontakt zu Studierenden, das heißt, wir können Einführungsveranstaltungen durchführen und Exkursionen. Wir konnten erfolgreich auch die betriebliche Ausbildung mit DHBW-Studenten, Auszubildenden und Schülerpraktikanten hier im Makerspace schon begrüßen. Und wenn man sich mal so diesen Überblick anschaut, dann konnten wir auch zeigen, dass wir im Rahmen der Summer School Schülerinnen vom Thema 3D-Druck begeistern konnten. Das heißt, ein technisches Thema konnte gut einfach übertragen werden. Wir haben auch physikalische Experimente durchgeführt. Das heißt, mit einem Luftballon an einem 3D-gedruckten Luftkleider konnten wir Gleitexperimente auf unterschiedlichen Untergründen ausprobieren. Und gerade auch die Kollegen von Zeiss konnten während der Corona-Krise 2020 hier Face Shields im Makerspace drucken und dann auch erfolgreich ans Rote Kreuz weitergeben und dort quasi einen Beitrag leisten zur Corona-Krise. Vielleicht, wenn Sie jetzt links außen noch sehen, da haben wir so einen kleinen Beitrag. Das sollte eigentlich ein Vorgeschmack auf Events wie Weihnachten und Ostern sein, dass man mit dem Lebensmitteldrucker sich Kekse und Schokolade drucken kann. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann haben wir das Kekssubstrat käuflich erworben, aber wir konnten die Schriftzüge mit Schokolade schön drauf bekommen. Aber natürlich ist auch da noch Optimierung möglich. Als Fazit kann man sagen, dass es viele Ideen gibt und dass der Makerspace auch immer weiter wachsen wird. Wenn ich in dieser relativ kurzen Zeit Ihr Interesse wecken konnte, dann können Sie uns im Internet finden. Und wenn es die Möglichkeit auch gibt, würde ich Sie sehr gerne auch irgendwann mal persönlich hier begrüßen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt sollte eigentlich noch ein kurzer kleiner Film folgen, der Ihnen einen kleinen Einblick gibt. Vielen Dank. Herzlich willkommen im Makerspace und ich möchte mal einen kleinen Einblick geben, wie es hier so ausschaut. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir schalten zu Franziska rüber und freuen uns auf deinen und Christians Vortrag zur Medizinrobotik. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Ministerin Bauer, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Luschak-Schwarz, sehr geehrte Herren des Zeiss-Vorstandes, sehr geehrter Herr Kaschke und sehr geehrter Herr Hanselka und auch sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Franziska Mattes-Ulrich und ich bin Juniorprofessorin für Medizinrobotik am KIT. Zusammen mit meinem Kollegen Christian Vogt von der Carl Zeiss Meditec möchte ich Ihnen heute eine Einführung in die sogenannte kognitive Chirurgierobotik ermöglichen und Ihnen ein paar Beispiele gemeinsamer Aktivitäten darstellen. Zunächst sollten wir uns aber die Frage stellen, wozu benötigt man eigentlich Roboter in der Medizin und insbesondere auch in der Chirurgie? Das National Institute of Health schätzt, dass in 2050 mehr als 17% der Weltbevölkerung älter als 65 Jahre sein werden. In Deutschland ist diese Überalterung sogar noch drastischer. Man schätzt es hierzulande in 2050 etwa ein Drittel der Bevölkerung älter als 65 Jahre sein wird. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was kann man tun, um den damit verbundenen Schwierigkeiten im Gesundheitssystem entgegenzuwirken? Roboter und
Neue Technologien können uns dabei helfen, diese Last zu tragen. Diese Systeme können mit hoher Effizienz und mit Sicherheit für die Patienten, die behandelnden Ärzte und Ärztinnen bei ihrer Arbeit unterstützen. Die menschlichen und die robotischen Eigenschaften ergänzen sich dabei in der Chirurgie, sodass echtes Kooperieren ermöglicht wird. Wenn ich nun über Chirurgierobotik spreche, dann haben die meisten wahrscheinlich das Bild des Da Vinci im Kopf. Das ist hier, man müsste jetzt eigentlich meinen Pointer sehen. Genau, das ist dieses System hier, das kennen die meisten. Dieses System existiert mittlerweile seit 20 Jahren auf dem Markt. Allerdings gibt es mittlerweile auch einen Strauß verschiedener Chirurgieroboter auf dem Markt und auch andere in der Forschung. Und dazu gehören zum einen sogenannte Teleoperatoren. Das sind alle Systeme, die Sie auf der linken Seite erkennen können. Das ist eben zum einen das Da Vinci-System, aber auch die deutsche Antwort darauf, das Avatera-System oder auch Dexter aus der Schweiz. Hier oben sehen Sie noch ein System von PressEyes, welches auch teleoperiert aktuiert wird, und das System wird für die Augenchirurgie angewandt. Es existieren aber auf der anderen Seite, und die Systeme können Sie auf der rechten Seite erkennen, verschiedene neue Technologien, insbesondere in der Forschung. Diese ermöglichen zum Beispiel das Schneiden von Knochen mittels Laser, und dann, wie man hier sehen kann, gibt es Kapselroboter oder auch Kontinuumsroboter, also so, solche flexiblen Strukturen, die dann im Körper minimalinvasiv gesteuert werden können. Und zudem hier oben erkennt man noch einen Mikroroboter. In diesem Fall ist das ein Mikroroboter, der innerhalb eines Hasenauges zu sehen ist. Ja, chirurgische Roboter unterscheiden sich insbesondere in Bezug auf das Anwendungsgebiet. Also es gibt welche zum Beispiel für die Neurochirurgie, für die Kardiochirurgie oder die Viszeralchirurgie. Einen weiteren Unterschied findet man dann in der entsprechenden Kinematik, die es aufgrund der Anwendung auszuwählen gilt. Wir sehen jetzt hier in dem mittleren Bild einen Roboterarm, einen herkömmlichen, wie man sie auch in der Industrierobotik zum Beispiel findet. Aber es existieren eben auch flexible Systeme oder eben eine solche steuerbare Kamerapille. Zudem ist dann wichtig, dass das Level der Automatisierung der Aufgabe angepasst wird. Aktuelle Systeme im OP werden hauptsächlich ferngesteuert, also teleoperiert, während die nächsten Generationen von Chirurgierobotern durch Anwendung von maschinellem Lernen selbst agieren und auch selbst lernen können sollen. Nachdem Sie nun das Wichtigste in Kürze über die Chirurgieroboter kennengelernt haben, möchte ich zunächst das Labor für Health Robotics and Automation am KIT vorstellen. Wir sind angesiedelt in der KIT-Fakultät für Informatik und seit 2019 existiert dieses Labor, und mittlerweile ist das Team auf 6 Wissenschaftler angewachsen. Unser Forschungslabor ist bestrebt, die Möglichkeiten von modernsten Medizinrobotern zu erweitern, und dabei verwenden wir Methoden des maschinellen Lernens, aber auch steuerbare softrobotische Systeme und intelligente OP-Assistenzsysteme. Dabei handelt es sich dann auch um die Schnittstelle zwischen dem Chirurg und dem Roboter. Wir adressieren hierbei insbesondere mikrochirurgische Anwendungen, wie zum Beispiel in der Ophthalmologie, also der Augenchirurgie, und auch der Neurochirurgie. Aber wir haben auch Beispiele robotischer Assistenz für die Viszeralchirurgie. Und hiermit würde ich dann ganz gern das Wort an meinen Kollegen Herrn Vogt von der Carl Zeiss Meditec übergeben. Vielen Dank für die Einführung von Frau Mattes-Ulrich. Ja, liebes Publikum, auch ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen an dieser Stelle ganz kurz die Carl Zeiss Meditec AG vorzustellen. Die Carl Zeiss Meditec AG bündelt die Aktivitäten der Carl Zeiss AG im medizinischen Sektor in einer einzigen Aktiengesellschaft und beschäftigt dabei weltweit 3.200 Mitarbeiter an über 30 Standorten. Unsere Zentrale liegt dabei in Jena. Ich selbst komme aus der Vorentwicklung und vom Standort Oberkochen, wo die meisten oder sehr viele unserer chirurgischen Geräte entwickelt werden und hergestellt werden.
Unten sehen Sie einen Auszug aus unserer Produktpalette. Viele davon dienen naturgemäß der Bildgebung. Wir haben ja durchaus einen optiklastigen Background. Wir stellen aber auch Instrumente, chirurgische Instrumente oder Strahlentherapiegeräte her. Also sind auch durchaus diversitär in hinsichtlich des Produktportfolios. Wir adressieren hauptsächlich die Märkte der Ophthalmo- und Neurochirurgie, haben aber auch Kundschaft im Bereich der Hals-Nasen-Ohren-Chirurgie, der plastischen Chirurgie oder Dentalchirurgie unter anderem. An dieser Stelle möchte ich jetzt nicht auf die einzelnen Geräten im Einzelnen eingehen, dafür wäre die Zeit nicht da. Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum wir mit Frau Mattes-Ulrich zusammenarbeiten. Wir teilen eine gemeinsame Vision. Wir glauben daran, dass autonome Systeme den Chirurgen bei seiner Arbeit unterstützen und entlasten können. Wir glauben auch daran, dass man nicht nur die Möglichkeit hat, die Chirurgie mit technologischen Mitteln sicherer zu machen, sondern dass es sogar unsere Verpflichtung darstellt und die wir unbedingt nachkommen müssen. Wir glauben auch daran, dass es dabei wichtig ist, die durch die Digitalisierung immer reichhaltiger vorhandenen Daten für die Technologie verfügbar zu machen. Uns geht es aber nicht darum, den Chirurgen zu ersetzen. Die Angst braucht kein Chirurg zu haben. Vielmehr geht es darum, dass jede Partei in dem Spiel das volle Potenzial seiner Fähigkeiten nutzbar macht. Der Chirurg kann mittels seiner ihm gegebenen Erfahrung und Kreativität besser dirigieren und bei unvorhersehbaren Ereignissen improvisieren. Er sollte daher auch weiterhin die Kontrolle über die Chirurgie behalten. Das ist unser festes Verständnis. Vielmehr geht es darum, dass die Technologie den Chirurgen bestmöglich bei seiner Arbeit unterstützen soll. Autonome Systeme spielen dabei eine besondere Rolle, da sie es erlauben, die Abläufe zu automatisieren und dadurch die Effizienz und Sicherheit in der Chirurgie zu verbessern und dabei gleichzeitig auch den Chirurgen zu entlasten. Als Beispiel möchte ich Ihnen ein aktuelles Beispiel, wurde heute schon genannt, aus dem Bereich der Operationsmikroskope vorstellen. Bevor ich das tue, möchte ich ganz kurz Ihnen die Produktkategorie Operationsmikroskope vorstellen, für die, die mit der Produktkategorie noch nicht vertraut sind. Entgegen der Funktion, die der Name suggeriert, geht es bei Operationsmikroskopen nicht primär darum, zu vergrößern. Vielmehr geht es darum, Licht und Sicht in tiefen, engen Kanälen zur Verfügung zu stellen und den Chirurg so das minimalinvasive Operieren zu ermöglichen. Wir haben Operationsmikroskope 1953, also die Firma Zeiss, Operationsmikroskope 1953 in der Hals-Nasen-Ohren-Chirurgie eingeführt und sukzessive in anderen Feldern ausgeweitet. Heute stellt die Hals-Nasen-Ohren-Chirurgie gar nicht mehr unser Schwerpunkt dar. Ein schönes Beispiel übrigens, dass Technologie, wenn sie eingeführt wird, nicht notwendigerweise unbedingt im richtigen Bereich von vornherein eingeführt wird. Ich hatte erwähnt, dass das minimalinvasive Chirurgien eine der Hauptanwendungsfelder der Operationsmikroskope darstellt. Sie dienen aber auch der Unterstützung des Chirurgen bei der Arbeit unmittelbar durch verbesserte Bildgebung. Zum einen können wir, wie in den beiden unteren linken Bildern dargestellt, Blutflüsse und ihren zeitlichen Verlauf darstellen, um so die intraoperative Schließen von Blutgefäßen zum Beispiel zu kontrollieren. Wir können aber auch mit Fluoreszenzoptionen eigentlich nicht sichtbare Tumore sichtbar machen, wie rechts unten dargestellt, also die zwei rechten Bilder unten. Das dritte Bild zeigt ein normales Bild des Hirns. Mit der Fluoreszenzbildgebung machen wir den Tumor, der sonst fast unsichtbar ist, sichtbar. Darüber hinaus können wir aber auch präoperative Daten intraoperativ verfügbar machen, indem wir sie in die Bildgebung direkt reinspiegeln. Dadurch wird eine verbesserte Kontrolle während der Chirurgie ermöglicht. Größe und Gewicht eines Operationsmikroskops in der heutigen Ausführung bedingen, dass sie unbedingt an einem Stativ befestigt werden. Und hier kommt die Robotik ins Spiel. Bereits 1994 haben wir ein erstes robotisches Operationsmikroskop in den Markt gebracht.
Es hat damals bereits mit ein intraoperatives Navigationssystem mit integriert und konnte darüber präoperative Bilddaten im Chirurgen intraoperativ verfügbar machen. Dafür wurde in das Mikroskop ein kleiner Röhrenmonitor eingebaut, um eine Dateneinspiegelung zu ermöglichen. Aber auch sehr fortschrittliche Funktionen wie Sprachsteuerung und Fernsteuerung waren damals schon möglich. Das System war allerdings, wie man hier in den Bildern gut erkennen kann, recht schwer und groß, auch teuer. Die Robotik selbst war positionsgesteuert, nicht kraftgesteuert. Daher hatte sie keine Kraft, die Kollisionen, Kraftsensorik, die Kollisionen hätte erkennen können. Um die notwendige Sicherheit zu gewährleisten, musste daher das System sehr langsam verfahren werden. Insgesamt hat sich ein Produkt ergeben, wie es Herr Dr. Schwetzler mal genannt hatte, ein schönes Stück Technik für den Ingenieur, aber nicht notwendigerweise für den Chirurgen. Daher war das System leider nicht kommerziell erfolgreich. Aber die Firma hat daraus viel gelernt und viele Jahre von den Innovationen, die sukzessive in die Produktpalette eingeflossen, in die nachfolgende Produktpalette eingeflossen sind, gelebt. Wir haben das Thema robotisches Operationsmikroskop 2017 neu aufgegriffen. Diesmal sehr erfolgreich kommerziellerweise. Das ist auch bestätigt durch zahlreiche Designpreise, die wir gewonnen haben, oder auch besagte Nominierung für den Deutschen Zukunftspreis, die uns sehr stolz gemacht hat. Warum? Was ist anders als 1994? Nun, zum einen gibt es bessere Möglichkeiten durch die Mechatronik. Wir haben höhere Leistungsdichten, bessere Sensorik, mehr Rechenleistung und eine bessere Regelungstechnik zur Verfügung. Was auch im Systemdesign sich widerspiegelt, nicht nur durch einen deutlich schlankeren Aufbau, sondern auch die Möglichkeit, eben den Roboter kraftgesteuert, also nicht positionsgesteuert zu führen. Was bedeutet, dass der Chirurg weiterhin unter die Position des Operationsmikroskops selbst einstellen kann. Er behält die Kontrolle, eben besagte Kontrolle, von denen ich vorhin gesprochen hatte. Und gleichzeitig kann aber die Robotik den Chirurgen bei seiner Arbeit unterstützen. Zum einen, ich hatte es vorhin schon auf einer Folie stehen, aber nicht weiter angesprochen, ist der Roboter in der Lage, die Aufrechterhaltung der Position besser durchzuführen, als es reine Bremsen tun, die dazu tendieren, das System zu Schwingungen anzuregen. Wir schließen heute gar keine Bremsen mehr, sondern die Motoren, also der Roboter selbst, hält die Position des Operationsmikroskops aufrecht mit den Motoren. Gleichzeitig ermöglichen die Motoren aber, wenn ich das Mikroskop umpositionieren will, auch eine viel kraftarmere Bewegung, als es klassische mechanische Systeme tun, weil wir in der Lage sind, aktiv statische und dynamische Kräfte, die beim Umpositionieren vorkommen, zu kompensieren. Darüber hinaus gibt es noch weitere robotische Funktionen, zum Beispiel, dass man bestimmte Positionen abspeichern kann und wieder anfahren kann oder dass man das Mikroskop ausschließlich um den Fokuspunkt herum bewegen kann, die zwar sehr nützlich für den Chirurgen sind, technisch jetzt aber nicht besonders smart. Und hier kommt eben wieder die Forschung von Hera ins Spiel. Genau. Heutige Chirurgieroboter besitzen also kaum intelligente Funktionen. Und deshalb erforschen wir am KIT sogenannte kognitive Chirurgieroboter. Und das tun wir am Beispiel der Laparoskopie und im Speziellen an der Gallenblasenentfernung. In diesem Projekt kooperieren wir auch mit Medizinern des Universitätsklinikum Heidelberg. Wie wir auf dem linken Bild erkennen können, ist die Laparoskopie die minimalinvasive Chirurgie des menschlichen Abdomens. Und hierbei operiert der Operateur, das ist hier die rechte Person, während ein Assistent zum Beispiel die Kamera halten muss oder auch einfache Halteaufgaben mittels Instrumenten im Körper des Patienten durchführt. Das ist hier die Person auf der linken Seite. Nun sind aber diese Bewegungen, die der Assistent durchführen muss, sehr komplex und auch wenig intuitiv. Zum Beispiel muss immer der korrekte Bildhorizont gehalten werden und das eben auch über Stunden, solange so eine Operation eben dauert. Um die Chirurgen im OP zu unterstützen, erforschen wir deshalb, wie Roboter gewisse Aufgaben erlernen können. Und damit ist unser Ziel, also zur nächsten Generation von intelligenten und lernenden Chirurgierobotern beizutragen. So,
Genau. Und damit die Roboter sich auch in ihrem Umfeld zurechtfinden, muss das System natürlich zu jeder Zeit wissen, wo sich die chirurgischen Instrumente befinden. Zudem müssen auch die Interaktionen mit den Organen beobachtet werden und Informationen über die Art des Gewebes bereitstehen. Zum Beispiel sollte bei der Gallenblasenentfernung das Instrument immer nur die Gallenblase greifen, denn wenn zum Beispiel die Leber perforiert würde, dann käme es zu gefährlichen Blutungen und dem damit verbundenen Risiko für den Patienten. Um die Instrumente, die hier in Violett dargestellt sind, und das Gewebe zu beobachten, nutzen wir Methoden des maschinellen Lernens. So kann dann der Roboter zum Beispiel zwischen der Leber, die hier in Rot eingefärbt ist, der Gallenblase, die Sie in Grün erkennen können, und dem Fettgewebe hier in Rot dargestellt. Die Leber ist das Grüne in diesem Fall. Die Schwierigkeit beim Training dieser Algorithmen ist aber, dass insbesondere in der Medizin nur wenig annotierte Daten mit der ausreichenden Qualität vorhanden sind. Zum Beispiel brauchten wir für dieses hier dargestellte Ergebnis mehr als 3000 annotierte Bilder, die uns freundlicherweise von unseren medizinischen Partnern in Heidelberg zur Verfügung gestellt wurden. In unserer Forschung ist es uns auch sehr wichtig, dass wir von chirurgischen Experten lernen können, um das bestmögliche Experiment für den OP bereitzustellen. Und hier auf der linken Seite in dem Video sehen wir jetzt eine junge Ärztin aus Heidelberg, die eine Trainingsaufgabe für die Laparoskopie durchführt. Sie können sehen, wie sie mit der linken Hand die Endoskopkamera bewegt und mit der rechten Hand den Bildhorizont entsprechend dreht. Am KIT haben wir dann ein mechatronisches Interface entwickelt, mit welchem ein Roboter es ermöglicht wird, dass alle Bewegungen der Chirurgin kopiert werden und damit dann auch in der Simulation nützlich werden. Genau, in der Simulation können wir dann, wenn das Video spielt, jawohl, in der Simulation können wir dann verschiedene robotisch geführte Kamerabewegungen durchführen und eben auch testen. Und wichtig ist dabei zu erwähnen, dass insbesondere die Simulation von der Interaktion des Roboters mit dem Umfeld, also dem Körper des Patienten und dem Gewebe, extrem wichtig sind für das Training des Roboters. Denn sobald der Roboter im Patienten eingesetzt würde, dann muss natürlich dann jede Bewegung schon stimmen. Und hiermit möchte ich wieder das Wort an Herrn Vogt übergeben, der Ihnen gemeinsame Aktivitäten vorstellen wird. Ja, wir haben bisher mit Frau Mattes-Ulrich drei verschiedene Projekte gestartet, die ich Ihnen nachfolgend vorstellen möchte. Das erste adressiert direkt das angesprochene Problem der fehlenden Automation oder noch sehr schwachen Automation des bisher vorgestellten Kinevos. Was ist die Aufgabenstellung? Der Chirurg muss und will sich bei seiner Chirurgie möglichst auf seine Aufgabe, nämlich eben die Chirurgie, konzentrieren können. Dafür braucht er aber eine stets bestmögliche Einstellung der Bildgebung. Nun ändert sich aber der Situs ständig während der Chirurgie, weil der Chirurg dran manipuliert, Gewebe entfernt wird oder er sich tiefer voranarbeitet in den Situs. Also braucht es auch ein ständiges Anpassen der Bildgebung, um diese bestmöglich für die aktuell notwendigen Anforderungen anzupassen. Dafür muss der Chirurg mit dem System heute noch sehr viel interagieren. Das lenkt den Chirurg von seiner Arbeit ab. Er muss sein Instrument aus der Hand legen, die Chirurgie kurzzeitig unterbrechen und das Ganze kostet Zeit und kompromittiert auch die Sicherheit. Daher ist das Ziel dieser Kooperation, die notwendige Interaktion mit dem OPMI weiter zu reduzieren. Dafür wollen wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die chirurgische Szene analysieren, ableiten, wann Einstellungen notwendig sind und diese dann auch autonom durchführen. Ein sehr spannendes Projekt. Da können Sie sich mit Sicherheit in Zukunft auf spannende Entwicklungen freuen. Das nächste Projekt, was ich Ihnen vorstellen will, ist das Thema Smart Instruments für die Augenchirurgie. Was sind Smart Instruments? Wir meinen damit chirurgische Instrumente, die mit zusätzlichen mechatronischen Komponenten ausgestattet sind, vor allem Aktoren und Sensoren, beispielsweise auch optische.
besondere Herausforderungen für chirurgische Instrumente in der Ophthalmochirurgie sind vor allem ihr sehr kleiner Durchmesser, der deutlich unter einem Millimeter liegt. Die Aufgabe, die wir hier sehen, ist, dass viele Bereiche heute im Auge mit Instrumenten oder der verfügbaren intraoperativen Bildgebung schwierig oder gar nicht erreichbar sind, also eine Behandlung im Wege stehen. Und wir sehen ein breites Portfolio an Möglichkeiten, diese mit Hilfe von Smart Instruments zu verbessern. Zum einen die Qualität, den Komfort, die Effizienz und die Sicherheit der Chirurgie, aber auch die Möglichkeiten auszubauen, die Chirurgie an schwer zugänglichen Strukturen zu ermöglichen. Darüber hinaus wollen wir den Chirurgen mit einer verbesserten Wahrnehmung und einer präziseren Manipulationsmöglichkeiten unterstützen, auch in der Standardchirurgie, die er heute schon kennt. Welche Aktivitäten haben wir dafür bisher bestritten? Wir haben eine Literaturrecherche durchgeführt, bei dem wir sowohl den Bedarf aus der Anwendung als auch die technologischen Möglichkeiten eruiert haben und den bisherigen Markt nach aktuellen Entwicklungen untersucht haben. Wir haben Ideen abgeleitet und mit insbesondere einem Kunden eingehend evaluiert, diskutiert und priorisiert. Daraus entstanden sind Ideen, die wir jetzt als Prototypen aufbauen und der weiteren Evaluierung zuführen wollen. Das letzte Projekt ist vermutlich eines der zukunftsweisenden und spannendsten Projekte in unserer Firma. Hier wollen wir mit Frau Mattes-Ulrich die OCT-Bildgebung, die wir haben, mit einem chirurgischen Roboter verbinden. Und zwar dem von Frau Mattes-Ulrich bereits vorgestellten Precise-Roboter für die Augenchirurgie. Precise ist ein Startup aus den Niederlanden und baut eben besagten Roboter, das ist ein Telemanipulator für die Augenchirurgie. Aktuell erfolgt die Steuerung des Geräts ausschließlich durch den Chirurg. Der Chirurg braucht dafür eine sehr gute intraoperative Bildgebung, beispielsweise unser OCT. Aber der Regelkreis wird immer über den Chirurgen geschlossen. Also er nimmt etwas in der Bildgebung wahr und reagiert darauf entsprechend, indem er das Gerät mithilfe des Roboters manipuliert. Wir haben in der Kooperation mit Precise ein großes Potenzial identifiziert, wenn die Geräte miteinander verbunden werden. Zum einen eine höhere Gebrauchstauglichkeit, eine bessere Effizienz, eine Möglichkeit, die Sicherheit zu erhöhen, aber auch komplett neue Anwendungsmöglichkeiten des Roboters. Darüber hinaus versprechen wir uns einen verbesserten Komfort durch gemeinsame Benutzerschnittstellen und weniger Raumbeanspruchung eines Gesamtsystems. Beispielsweise über die gemeinsamen Nutzerschnittstellen. Als weitere Ausbaustufe kann man sich dann assistive und autonome Funktionen überlegen. Also eben den Regelkreis nicht mehr über den Mensch schließen, sondern direkt zwischen den Systemen. Wir sind aktuell dabei aufzuplanen, die Geräte miteinander zu verbinden, Schnittstellen bereitzustellen und dabei natürlich auch die Sicherheit zu gewährleisten. Darauf basierend sollen dann Funktionen prototypisch implementiert werden und möglichst klinisch evaluiert. Auch ein spannendes Projekt, bei dem wir uns auf die zukünftigen Ergebnisse freuen. Zu guter Letzt fragen Sie sich vielleicht, wie geht es in der Chirurgie weiter? Wir glauben beide fest an die Zukunft der chirurgischen Robotik und den Konzept der autonomen Roboter. Sie darf aber nicht alleine als Technologie weiterentwickelt werden. Vielmehr ist sie eng eingebunden in der Weiterentwicklung anderer technologischer Felder, die sich gegenseitig befruchten. Zu der gehören verbesserte Bildgebung, insbesondere die digitale Bildgebung, künstliche Intelligenz, Instrumente mit erweiterten Fähigkeiten, also besagte Smart Instruments, die chirurgische Simulation, die Daten wiederum für die lernenden Algorithmen zur Verfügung stellen kann und auch weitere, hier vielleicht nicht genannte. Wir beabsichtigen dabei, unsere drei Kundengruppen zu adressieren. Zum einen den Patient selbst, der sich auf verbesserte Ergebnisse der Chirurgie freuen kann. Der Chirurg, der durch einen erhöhten Komfort mehr Freude an seiner Chirurgie hat und stärker entlastet wird. Und das Gesundheitssystem, was insgesamt von einer höheren Effizienz des Gesamtsystems profitieren könnte. Und damit möchte ich schließen. Wir danken gemeinsam für Ihre Aufmerksamkeit und stehen für Rückfragen zur Verfügung.
Vielen Dank. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Franziska. Ein schönes Beispiel, wie ich finde, für eine Kooperation zwischen KIT, ZEISS, Meditech. Wir als Innovation Hub sind sozusagen Bindeglied, sind im Projekt mit drin, involvieren externe Ärzte, weitere Partner. Und das macht sehr viel Spaß, an diesen Zukunftsthemen mit euch zu arbeiten. Ich habe jetzt bei mir Niklas Borchers. Hallo, herzlich willkommen, Niklas. Hallo, Max. Und hallo. Niklas ist Student bei uns im Team. Und wir dachten einfach, am Schluss geben wir auch noch mal ein bisschen Einblick, aus deiner Sicht, wie so die Arbeit am Innovation Hub ist. Aber sag mal, Niklas, erstmal, du bist ja eigentlich von Haus aus sozusagen Hamburger Jung, Nordgewächs. Wie kommst du überhaupt hier in den Süden? Genau. Im Gesamtverlauf meiner Studienzeit habe ich mich eigentlich immer weiter in den Süden bewegt. Ich habe erst in Oldenburg und in Emden Engineering Physics studiert im Bachelor und habe mich, nachdem ich mich da auf den Schwerpunkt Laser und Optik fokussiert habe, nach einem Master gesucht, der noch forschungsstärker und ein noch auch industriell interessanteres Umfeld hat. Und bin dann bei der KSOP hier in Karlsruhe am KIT gelandet. KSOP ist die Karlsruhe School of Optics and Photonics, genau. Genau. Und wie war dein erster Kontakt mit ZEISS? Nachdem ich ein halbes Jahr studiert habe, konnte ich mich dann auf ein Stipendium, das gemeinsam von ZEISS und der KSOP vergeben wurde, bewerben und habe es dann auch bekommen. Und daraus haben sich dann Besuche in Oberkochen bei ZEISS ergeben. Einerseits mit Mentoring-Gesprächen und andererseits mit Besuchen in verschiedenen Firmenbestandteilen. Mhm. Zum Beispiel bei der Semiconductor Manufacturing, bei der Windows Tour. Mhm. Und dann bist du über die Kontakte sozusagen an Praktikum in Oberkochen zu dem Zeitpunkt noch gekommen? Genau, nachdem ich mich dann ein Jahr vertiefte Einblicke in die Konzernforschung auch über meinen Mentor Herrn Tremont bekommen konnte, habe ich mich dann auf ein Praktikum bei ZEISS beworben, bei der Quantengruppe von Nils Trautmann und hatte da dann im Frühjahr 2019 die Chance, ein Mikroskop Prototypen so umzubauen, dass man damit mithilfe von NV-Zentren, also Stickstofffehlstellen in Diamant, Magnetfelder sichtbar machen kann. Mhm. Und das Spannende dabei ist, dass es komplett optisch auslesbar ist und bei Raumtemperatur funktioniert. Also Und genau, in dem Rahmen hast du dann Yannick, ein anderes Teammitglied von uns, kennengelernt, der sozusagen kurzfristig bei dem Projekt ausgeholfen hat und so dann sozusagen in Kontakt mit uns gekommen. Genau. Nachdem ich das Praktikum abgeschlossen habe, bin ich nochmal zurück an die Universität, um meine Masterarbeit am IPOQ zu schreiben. Und im Anschluss, in den letzten Monaten meines Studiums, hatte ich dann nochmal die Möglichkeit, bei der Fortführung des NV-Projektes mitzuwirken und einen erweiterten Prototypen mitzugestalten, Programmierung zu machen und dabei im Endeffekt eine agile Projektumgebung mitzubekommen in verschiedenen Standorten, Oberkochen, Ulm, Karlsruhe. Genau. Und dann haben wir gesagt, so einen wie dich müssen wir halten. Und haben gesagt, hast du nicht Lust, eine Doktorarbeit bei uns zu schreiben? Genau. Und das mache ich jetzt auch seit November, bin ich hier im Team und beschäftige mich mit der Miniaturisierung von Distanzmesstechnik. Und bin sehr gespannt, was die nächsten 3 Jahre für mich hier am Standort in petto halten. Das sind wir auch zusammen. Genau, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das waren ein paar Einblicke, die wir Ihnen heute geben wollten aus dem ZEISS Innovation Hub at KIT. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Es ist schon spät am Nachmittag. Ich will Ihre Geduld nicht allzu sehr strapazieren. 2 Hinweise habe ich noch. Zum einen haben wir eine Webseite. Da können Sie mal drauf schauen, ein paar Zusatzinformationen, kriegen auch noch ein paar Bilder von Teammitgliedern. Und wenn Sie ganz runterscrollen, werden Sie finden, die Möglichkeit, sich zu einem Newsletter zu abonnieren. Das ist eine schöne Möglichkeit. Wir werden Sie nicht bombardieren mit wöchentlichen Newslettern, aber einfach in Kontakt zu bleiben und ab und zu Konferenzen und anderen Veranstaltungen eingeladen zu werden. Das andere ist, wir haben eine virtuelle Tour vorbereitet durch den Hub. Da wir es ja nicht in Persona machen können und Ihnen dieses tolle Gebäude zeigen können, haben wir das im Vorfeld vorbereitet, es ist eine Art Google Street View und laden Sie herzlich ein, da einfach in Ihrem eigenen Tempo, wenn Sie Interesse haben, einmal sich durchs Gebäude zu klicken. Ja, noch einmal herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir sind wirklich sehr daran interessiert, dass Sie auf uns zukommen, dass Sie im Nachgang nochmal mit uns ins Gespräch kommen. Kontaktieren Sie mich, Thomas Neumann,
Martin Hermannschweiler oder sonst jemand aus unseren Teams gerne direkt per LinkedIn, per E-Mail, auf welche Weise auch immer, per Telefon. Wir freuen uns über Ideen für gemeinsame Projekte. Und bleibt mir noch, Ihnen einen schönen Nachmittag, eine schöne Restwoche zu wünschen. Bleiben Sie gesund.